Herzlich willkommen zum Thüringer Mediengespräch der TLM mit dem Thema Barrierefreiheit in den Medien. Wir senden live aus dem Thüringer Medienbildungszentrum der Thüringischen Landesmedienanstalt in Gera unter www.tlm.de. Können Sie diese Veranstaltung live mitverfolgen. Wir sind hybrid, wir haben Menschen hier vor Ort und Sie an den Empfangsgeräten zu Hause können sich gerne im Chat beteiligen. Und diese Sendung ist ab nächste Woche auch im Fernsehkanal des Thüringer Lernsenders Labor 14 und der Mediathek nachschaubar. Barrierefreiheit, das ist so ein Schlagwort wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Jeder versteht etwas anderes darunter. Und wir wollen heute genauer hinschauen, und zwar mit ExpertInnen in eigener Sache, verantwortlichen MedienmacherInnen und deren Kontrollorganen. Mein Name ist Christian Stadali und ich navigiere durch diese Veranstaltung so barrierefrei wie möglich. Stichwort Barrierefreiheit im Sehen dieser Sendung, wenn Sie auf tlm.de diese Sendung verfolgen. Das ist dann an YouTube sozusagen angedockt und dort können Sie in Echtzeit die Untertitel mit einstellen. Wir hätten hier und heute gerne noch eine Gebärdendolmetscherin, einen Gebärdendolmetscher dabei gehabt. Das war aus platztechnischen Gründen nicht möglich, aber selbstverständlich kann und muss da auch nachgebessert werden. Diese Veranstaltung findet statt in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen, dem Sozialverband VDK und dem Thüringer Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung. Wir starten mit einem kurzen Aufschlag der Gastgebenden, erhalten dann einen Überblick über die vielfältigen Ansatzpunkte der Landesmedienanstalten zum Thema Barrierefreiheit, bevor wir auch, und das wird ganz sicher besonders spannend, mit Verantwortlichen von Zeitung, Funk und Fernsehen ins Gespräch kommen. Ich stelle Ihnen die Gäste dieser Grußwortrunde einfach mal und schnell vor. Zu meiner linken Seite Joachim Leibiger, er ist der Thüringer Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen. Er kommt aus Handel, Wirtschaft und Verwaltungsrecht, ist seit 2016 Thüringer Landesbeauftragter für die Menschen mit Behinderungen, hat im Vorfeld, glaube ich, mokiert, dass die Einladung dazu nicht ganz barrierefrei war, kann er gleich was zu sagen. Und ist, das ist ja auch für die Zusehenden oder für den Hintergrund nicht uninteressant, stark sehbehindert in Jugendtagen und dann später ganz erblindet, was auch wiederum dazu passt, dass viele Menschen eben nicht von Geburt an Barrieren haben, sondern die oft im Laufe des Lebens dazukommen. Und wir sprechen nicht nur von Menschen mit Behinderung, sondern auch anderen Menschen, die Barrieren haben beim Zugang zu Medien. Zu seiner Linken. Weiter geht's mit Jochen Fasko. Er ist Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt seit 2007. Ist er das und seit 2021 zusätzlich Beauftragter für Medienkompetenz der Landesmedienanstalten. Weiter geht's mit Stefan Werner, er ist Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen und Vorsitzender der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen. Vielleicht zum Hintergrund, zum Verständnis, der Paritätische, das ist der größte Wohlfahrtsverband in Thüringen, 350 Mitgliedsorganisationen, viele im Bereich Menschen mit Behinderung, von den großen, die man kennt, wie Lebenshilfen, ASB oder Volkssolidarität, bis hin zu ganz kleinen ehrenamtlichen Selbsthilfegruppen. Und zugeschaltet ist uns aus dem Homeoffice, schätze ich mal, Melanie Ludwig. Sie ist seit 2014 Leiterin der Fachstelle für Barrierefreiheit des Sozialverbandes VDK Hessen-Thüringen, von Haus aus Diplom-Pflegewirtin und Gesundheitswissenschaftlerin. Jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben, sind noch in der Grußrunde und wollen die natürlich auch gleich inhaltlich füllen. Joachim Leibiger, der barrierefreie Zugang zu Medien, das ist ja kein Goodie, das ist ja nichts, wo man sagt, können wir mal machen, sondern das ist ein Menschenrecht. Es ist hinterlegt in der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es gibt EU-Normen, es gibt den sogenannten Thüringer Maßnahmenplan. Das heißt, Sie haben das große Ganze im Blick. Und welche Rolle spielt da in Ihrem Tätigkeitsbereich der Bereich Medien? Ich glaube,
dass ganz wichtig ist, diese Barrierefreiheit umfänglich zu sehen. Und nicht nur immer einzeln auf einzelne Chargen das zu betrachten, sondern umfassend heißt für mich, in allen Bereichen Barrierefreiheit zu schaffen. Und wie gesagt, Herr Stadler, Sie haben das so schön gesagt, seit 2016. 2016 hat eine besondere Rolle, weil zu Ende 2016 die entsprechende EU-Norm gestartet wurde und dann danach, sage ich mal, Deutschland bzw. die Nationalstaaten und die einzelnen Bundesländer verpflichtet gewesen sind, entsprechende Regelungen zu treffen zur Barrierefreiheit, insbesondere zu den Internetseiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dort diese Norm erst mal haben. Und jetzt geht es natürlich, dieses mit Leben zu erfüllen. Und ich sehe es immer wieder, ich sage das auch, wenn ich blind bin, ich kann es einfach nicht lassen, ich sage immer, ich sehe es immer wieder oder ich erlebe es immer wieder, dass es in der Praxis nicht so ist. Du hast das am Anfang so schön gesagt, lieber Christian, dass angefangen, wenn es um Textform geht, bestimmte Dinge nicht barrierefrei sind. Und ich sage es auch jetzt wieder, fällt mir gerade auf, wir haben das Ganze alles schön, aber wir haben es nicht mit Audiodeskription. Das heißt, wir haben keine Bildbeschreibung, die wir jetzt hier sitzen. Wer jetzt blind als Zuhörer uns mitschneidet, sage ich mal, kriegt nicht mit. Der hat die Namen, aber weiß nicht, wie wir aussehen. Ich kenne das von größeren Veranstaltungen, dass wir wirklich diese Audiodeskription immer mit dazu schalten. Und ich merke das auch viele andere, ob das Gebärdensprache, Dolmetscher sind und, und. Es sollte zum Standard gehören, dass diese Dinge in Zukunft einfach mit vorgesehen werden. Da müssen wir alle uns noch ein bisschen, sage ich mal, an den Kantare fassen und müssen da auch noch ein bisschen zulegen. Da sind wir noch lange nicht dort. Aber die Zielstellung, die wir haben, und insbesondere in meinem Bereich als Thüringer Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung, denke ich, habe ich seit 2016 einige Dinge getan, die jetzt wirksam wären, wie zum Beispiel die Landesfachstelle für Barrierefreiheit. Dort ist zum Beispiel der Bereich Medien mit eingeschaltet, insbesondere wenn es darum geht, Internetseiten barrierefrei zu gestalten. Wir haben die Durchsetzungsstelle dafür, die steht in dieser Richtlinie mit drin. Ich sage mal so, es gibt eine Vielzahl von Richtlinien, EU-Normen, Bundesgesetze und. Und meines Erachtens geht es darum, den Inhalt so rüberzubringen, dass es jeder Mensch in unserem Freistaat auch versteht. Es ist nicht ganz einfach. Ich habe mich auf der Herfahrt mit meiner Kollegin, mit der Frau Katharina von der Gönner unterhalten über diese ganzen Normen, die es gibt. Die stehen übrigens bei uns auf der Internetseite. Sie können gerne auf unsere Internetseite schauen. Da finden Sie diese ganzen Rechtsnormen. Und mir kommt es aber darauf an, dass wir mit unserer neu geschaffenen Landesfachstelle für Barrierefreiheit verstärkt in Thüringen Dinge jetzt umsetzen können. Dazu gehört, das muss ich sagen, der Maßnahmenplan des Freistaates Thüringen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde angesprochen. Wir haben seit dem letzten Jahr, also wir haben das Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung im Freistaat Thüringen geändert 2019. Wir haben es dann nochmal novelliert 2020. Seitdem haben wir dann die Landesfachstelle für Barrierefreiheit und die Untersetzung, dass es nicht nur heißt, es werden Forderungen gestellt, sondern wir haben bestimmte Haushaltsmittel dafür, um Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit umzusetzen. Ich würde dann später nochmal in der Diskussion, wenn es gewünscht ist, dazu was sagen. Danke erstmal an der Stelle. Also auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Einblick in diesen großen Bereich, was zu bedenken ist. Und es ist besonders schön, dass wir nachher diejenigen auch noch in dieser Runde haben, die das eben umsetzen müssen, sollen, wollen und wir können dann schauen, wie weit Sie auf diesem Weg gekommen sind. Jochen Fasko, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, Mediennutzung, Medienkompetenz, KI, künstliche Intelligenz, die Welt, gerade Digitalisierung, auch der Möglichkeiten, das ändert sich ja rasend schnell und schon Menschen ohne vermeintlichen Unterstützungsbedarf, die kommen da schnell an ihre Grenzen oder kaum noch mit. Da ist ja nochmal dieses Thema Barrierefreiheit ja nochmal eine extra Schippe, die zu schwingen ist. Wie schätzen Sie das ein? Wo sind Sie da? Also erstmal
bedanke ich mich übrigens bei allen, dass wir, als ich angerufen hatte und wir Parität, VDK, den Landesbeauftragten gefragt haben, habt ihr Lust mitzumachen bei so einem Informations-, aber auch ja, kritischen Blick auf die Situation, dass alle gesagt haben, ja, klasse, machen wir. Und das ist schon toll und ich glaube, da ist immer Luft nach oben. Ich glaube auch übrigens, wenn man bei YouTube jetzt ja einschaltet, die CC, die meisten werden es kennen, oben rechts hat man ja die automatische Untertitelung. Das ist für die jetzige Situation, glaube ich, zumindest die zweitbeste Lösung. Noch schöner ist natürlich, wenn wir andere Formen finden. Und um auf die Frage zu kommen, ja, natürlich, da passiert viel. KI, da gibt es viele neue Technologien, gibt es ein neues Smartphone, da kann man relativ einfach auf irgendeinen Text halten und da wird einem das vorgelesen. Aber ich bin gerade mit dem Auto hergefahren und muss ehrlich sagen, da habe ich mir gedacht, dir geht's gut, du kannst Medien nutzen, wie man es erwartet und hofft, aber wie schnell eine Sekunde, eine falsche Bewegung, ein Mensch, der vielleicht einen Fehler macht, wie schnell hat man Beeinträchtigungen, ist für sein Leben nicht mehr in der Lage, Medien zu nutzen. Und deswegen ist das Thema für uns nicht trivial, nicht irgendwie ein Add-on, eine Ergänzung. Das ist ein wirklich ganz wichtiges Thema. Wir wollen, und zwar vom Lokalfernsehen bis zu bundesweiten Angeboten, von kleinen Angeboten bis zu großen Themen im Internet, wir wollen dieses Thema noch stärker bewusst machen als Medienanstalten. Die Landesmedienanstalten sind hier sehr aktiv. Wir wollen das, was wir tun können, dafür tun. Ich weiß, dass wir mit meiner Kollegin Conny Holsten aus Bremen, die dieses Thema für die Gemeinschaft der Medienanstalten verantwortet, dass wir dort sehr weit schon sind, dass wir mit der ZABA, wir werden das gleich hören, was das ist, eine Anlaufstelle geschaffen haben. Aber, und das ist, was gerade eben Herr Leibiger auch gesagt hat, es ist unglaublich wichtig, Bewusstsein zu schaffen, immer zu hinterfragen, was geht noch besser, nicht relativ schnell den Weg zu suchen, ja, das ist jetzt etwas mühsam, sondern sich klarzumachen, morgen kannst du dazugehören und wir wollen, das ist nicht eine Frage von Nettigkeit oder von irgendwie einer besonderen Fürsorge, wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen teilhaben können. Nur ein Beispiel, neben dem, was ich gerade gesagt habe im Bereich der Medienanstalten, was wir auch tun für viele, viele Sender und wo wir auch ein gut Stück, die privaten Sender, die für die Medienanstalten auch ein gut Teil ja die Anlaufstelle sind, wo wir es geschafft haben, dass RTL, ProSieben, Sat.1, diese Gruppen sich auch stark darum kümmern. Wir wollen natürlich auch, dass lokale Angebote immer mehr dieses Thema nutzen. Zum Beispiel hier in Gera wird der Stadtrat, der übertragen wird, und das, der Lernsender 14 ist ja hier auch ein Angebot, das viele, viele Menschen nutzen, wird ab nächster Woche dies mit Gebärdendolmetscher unterstützen. Nur ein Beispiel, wie man auch diese Themen angreifen und noch verstärken kann. Ich bin sehr froh, dass wir das heute, und wenn wir da Dinge finden sollten, die noch besser gemacht werden sollen, erst recht, dass wir das heute hier vertiefen. Danke. Danke auch für die Beispiele, Herr Fasko. Nochmal im Sinne von Best-Practice-Beispielen, die gemacht werden können. Und Sie haben es auch nochmal betont, wir reden ja bei diesem Thema von etwas, was aufwendig ist, was auch Geld kostet, aber eigentlich lediglich dazu dient, sozusagen möglichst viele Menschen in die Lage zu bringen, teilzuhaben. Zu diesem Stichwort freue ich mich. Ich schwenke rüber zu Frau Ludwig vom VDK. Frau Ludwig, Stichwort Teilhabe, Zugang zu Medien. Das ist ja teilweise auch mit Aufwendungen, auch mit Kosten für die Betroffenen verbunden. Wie sind Sie in Ihrem Verband mit dieser Herausforderung auch beim Thema Zugang zu Medien, Barrierefreiheit konfrontiert? Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Stadali. Das Thema Kosten ist natürlich ein ganz essentielles Thema für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wenn ich jetzt von den Medien weggehe, Menschen mit Beeinträchtigungen sind sowieso stärker belastet. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich ihre Wohnung umbauen oder anpassen. Sie müssen ihr Auto anpassen. Eben wurde gesagt, ich habe das neueste Smartphone, also gerade so die neuesten Smartphones oder bestimmte Programme, Internetprogramme, die man benötigt, ein internetfähiger Fernseher. Das sind alles Geräte, die dafür notwendig sind, um barrierefrei an den Medien teilhaben zu können. Aber es gibt Förderprogramme zum Beispiel für barrierefreies Bauen, nicht für barrierefreie Medien. Die Krankenkassen sind noch nicht so weit, dass sie auch diese Technik-Sachen unterstützen und man muss sehr viel kämpfen, man muss sehr viel in Widerspruch gehen und um diese Geräte zu bekommen. Und das heißt manchmal teilweise, dass man vielleicht ein oder anderthalb Jahre warten muss, bis man das bewilligt bekommt. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Wir sind so schnelllebig im Moment und Teilhabe ist
wichtig und Teilhabe sicherzustellen ist, liegt natürlich auch in der Verantwortung von allen, die daran teilhaben, also die Medienhäuser, aber genauso gut auch die Kostenträger. Und das funktioniert dann halt nicht, wenn der Endverbraucher nicht an die Geräte kommt oder sich die einfach nicht leisten kann. Ja, das ist also, Sie haben nochmal dieses Feld aufgemacht, Frau Ludwig, also das eine sind die Möglichkeiten und das andere sind die Möglichkeiten, genau, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und auch an der Stelle haben Sie jetzt nochmal auf einige Barrieren aufmerksam gemacht. Bringe ich noch Stefan Werner in die Grußwortrunde vom Paritätischen Thüringen. Gehen wir mal noch näher an die Betroffenen ran bei Barrierefreiheit. Joachim Leibig hat das vorhin auch nochmal gesagt. Denken viele erstmal an die berühmte Treppenstufe. Barrierefreiheit, Treppenstufe. Wie ordnet sich das Thema Barrierefreiheit, auch Barrierefreiheit in den Medien, bei Ihnen in Ihrem großen Verband ein mit diesen vielen Mitgliedsorganisationen? Ja, auch von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier so eine Veranstaltung machen können, weil das ist genau ein Schritt in die Richtung, die in den Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderung immer überschrieben ist, mit es ist normal, verschieden zu sein. Also es muss normal sein. Insofern ist, glaube ich, das Ganze für uns in drei Punkten wichtig. Einmal geht es um Teilhabe in den Medien. Es geht um die Teilhabe an den Medien und die Teilhabe durch die Medien. Und wenn ich sage Teilhabe in den Medien, dann ist das die Frage, wie finden Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Handicaps, mit Behinderung in den Medien statt? Also kommen die dort vor? Und wenn sie denn vorkommen, in welcher Art und Weise? Und da muss das Ziel sein, es ist normal, dass auch diese Menschen in unserer Gesellschaft einen Platz haben und insofern auch Teil der Medienlandschaft selbst sind. Die Teilhabe an den Medien, das ist das, was unter anderem Frau Ludwig ja jetzt beschrieben hat. Das heißt also, wie komme ich überhaupt, wie werde ich in die Lage versetzt? Und ich kann mich an eine Diskussion erinnern, da war mal die Frage, wieso gucken denn überhaupt Menschen, die erblindet sind oder blind geboren sind, wieso gucken die überhaupt Fernsehen? Wir wollen doch gar kein Fernsehen gucken, ne? Können ja eh nichts sehen, um das mal so salopp zu sagen. Und wenn man dann in die Arbeitswelt schaut, Herr Leibiger ist ein umtriebiger, arbeitsamer Mensch, was passiert bei Ihnen auf Arbeit, was passiert bei uns allen auf Arbeit? Man unterhält sich über das Fernsehprogramm von gestern und wie war das bei Plasberg und die Frage danach, wie sahen die eigentlich aus? Natürlich, darüber reden Menschen in den Kaffeepausen oder über den Bürotisch oder auf der Baustelle. Und dort sozusagen teilhaben zu können, bedeutet, ich muss das beschreiben, ne, um diese Teilhabe möglich zu machen. Und das trifft auf verschiedenste Formen zu. Die größte Herausforderung, die ich da sehe, ist, dass die Formen der Beeinträchtigung, der Behinderung so vielfältig sind wie nur irgendwas. Also es ist eben nicht nur der Rollifahrer, es ist nicht nur der Mensch, der nicht mehr hören kann oder der nicht mehr sehen kann oder noch nie gesehen hat, sondern die Beeinträchtigungen an der Stelle sind sehr, sehr vielfältig. Hier geht es auch um kognitive Einschränkungen. Das heißt, neben dem Thema barrierefreier Zugänge im Sinne von Dolmetsching, Transkription, Untertiteln, spielt das Thema der einfachen Sprache auch eine ganz wesentliche Rolle. Viele Verbände versuchen das beispielsweise in diesem über großen Jahresberichten dann immer in bestimmten Teilen auch das Ganze in einfacher Sprache zu formulieren. Denn wenn Menschen mit Behinderung an Gremien beispielsweise beteiligt sind, also an Vorstandssitzungen oder ähnlichem, weil sie da reingehören, dann muss das entsprechend aufbereitet sein, sonst funktioniert das nicht. Und letzter Punkt, Teilhabe durch die Medien, das setzt voraus und da finde ich macht, und da muss man einfach mal wirklich lobend erwähnen, also mit der Thüringer Landesmedienanstalt, die da ein toller Partner ist, die macht da einen großen Job, da geht es um Medienkompetenzen. Und da geht es nicht nur darum, Grundschüler, Schüler, Jugendliche in den Blick zu nehmen, sondern eben auch Menschen mit Behinderung.
Auch ältere Menschen haben Beeinträchtigungen und Handicaps oder sind sozusagen in der Frage, komme ich mit der schnellen technologischen, sich verändernden Welt. All die brauchen Kompetenzen, damit sie auch eben Mitgestalter dieser Gesellschaft, dieser Medienlandschaft auch sein können und sich überhaupt beteiligen können. Also nochmal, es ist normal, verschieden zu sein. Dafür müssen wir schauen, wie viel Verschiedenheit gibt es, wie können wir das medial abbilden, sowohl in den Medien, wie können wir Teilhabe an den Medien und dann auch letztlich durch die Medien realisieren. Dankeschön, Stefan Werner vom Paritätischen. Danke Ihnen allen erstmal hier für diese kleine, knackige und schon so intensive Grußwortrunde sozusagen von den Veranstaltenden dieser Sendung heute hier. Stefan Werner hat gerade das Wort Plasberg benutzt. Dann machen wir gleich mal den Link, wenn die Kamera das kann. Der Plasberg hat ja immer seine Brigitte. Wir haben unseren Frank. Und der Frank beobachtet nämlich den Chat. Also das heißt, Sie sind auch herzlich eingeladen, so Sie uns eben jetzt von außen zuschauen in dieser hybriden Veranstaltung, Ihre Fragen loszuwerden. Und der Frank wird die dann hier auch mit einspielen. Wir haben ebenfalls jetzt schon wahrgenommen in dieser ersten Aufschlagrunde ein berühmter, schlanker, mittelalter Politiker hat mal gesagt, so sinngemäß, der Markt regelt das schon alles. Da ging es um die Klimaherausforderung, der Markt wird das regeln. Andere würden vielleicht sagen, das wurde ja auch angesprochen, die Technik regelt alles, also wartet nur ab. Bald können doch die Handys alles. Und wir haben aber gemerkt, nein, abwarten geht nicht. Es muss gestaltet werden, es muss geschaut werden, es müssen Regeln vorgegeben werden. Wie gesagt, nachher die Runde mit denen, die das in ihren Medien zu verantworten haben. Jetzt freuen wir uns erstmal auf einen Überblick. Die Kernaufgabe der Landesmedienanstalten ist die Regulierung. Dazu zählen unter anderem die Zulassung, die Programmaufsicht und die Vielfaltsicherung der privaten Rundfunkprogramme und Fernsehprogramme. Und eine weitere Aufgabe ist die Förderung der Medienvielfalt und die Förderung neuer Übertragungswege. Wir freuen uns extrem. Sie hat den weiten Weg in Realitas, nicht Hybrid, zu uns hier nach Gera gefunden, aus Bremerhaven. Wir freuen uns auf Cornelia Holsten. Sie ist Direktorin der dortigen Landesmedienanstalt, also eine Kollegin von Herrn Fasko. Frau Holsten ist seit 2009 Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt und innerhalb der Landesmedienanstalten treibt sie unter anderem die Bereiche Werbekennzeichnung, Plattformregulierung und Barrierefreiheit voran. Und sie gibt uns einen Einblick, einen Überblick in dieses Tätigkeitsfeld. Seien Sie uns herzlich willkommen hier in Gera, Frau Holsten aus Bremerhaven. Herzlichen Dank. Zunächst mal, jetzt freuen sich alle Bremerhavener, weil ich tatsächlich aus Bremen komme. Aber damit soll es auch dabei bleiben. Denn wenn das jetzt so geblieben wäre, gehe ich davon aus, irgendjemand hätte das aufgegriffen, vielleicht hätte es irgendwo im Chat gestanden und wir hätten mal wieder gemerkt, wie wuchtig und wie kraftvoll mittlerweile die Medien sind. Denn nichts wirkt so auf die Gesellschaft ein, wie es die Medien tun. Und das wird immer stärker, je digitaler wir werden. Und weil das so ist, ist Barrierefreiheit in den Medien so ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe. Und zwar nicht nur, wie man denken möchte, im Hinblick auf Informationen, sondern eben auch, wir haben es schon kurz gehört, im Hinblick auf Formate, bei denen man mitreden möchte, die in der Primetime laufen. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne einen Überblick geben über das Engagement der Landesmedienanstalten in den letzten Jahren im Hinblick auf die Barrierefreiheit. Kleine Triggerwarnung, die Medienanstalten beaufsichtigen ja den privaten Rundfunk, das heißt die nachfolgenden 3 Stunden oder 30 Minuten werden sich nur auf die privaten Medien beziehen. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien, da werden wir nachher im Talk bestimmt noch drauf zurückkommen, da ist es aber der große Unterschied und das werden viele von Ihnen wissen, die öffentlich-rechtlichen Medien finanzieren sich aus dem Rundfunkbeitrag, haben dazu eben auch bestimmte Verpflichtungen zur Barrierefreiheit auferlegt bekommen. Bei den privaten Medien ist es anders und ich darf sagen, anders fast gewesen, denn auch da gibt es neue gesetzliche Regelungen. Was tun wir und was erzähle ich Ihnen? Ich berichte Ihnen gleich als erstes von den Monitorings der Landesmedienanstalten, die wir jährlich machen, um zu schauen, wie weit ist es mit der Barrierefreiheit
hoffentlich vorangegangen. Als wir angefangen haben mit den Monitorings, erinnere ich mich noch sehr genau, dass die privaten Sender sich gar nicht vorstellen konnten, dass Medien auch für Menschen mit Behinderungen relevant sind oder umgekehrt, dass Menschen mit Behinderungen eine relevante Zielgruppe darstellen würden. Und Sie alle ahnen, für den Fall, dass Sie private Medien konsumieren, man sieht verhältnismäßig selten Werbespots über Rollatoren oder über Hilfsmittel, die man eben braucht, wenn man welche Beeinträchtigung auch immer hat. Das hat uns so geärgert, dass die Frage nach der Zielgruppe gestellt wurde, dass wir gemeinsam mit der Aktion Mensch eine große Studie durchgeführt haben, um die Mediennutzung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu untersuchen. Stellen Sie sich vor, im Vorfeld gab es nur eine einzige Studie und da wurden Telefoninterviews bei Menschen mit Hörbeeinträchtigungen durchgeführt. Also absurder geht es kaum. Wir haben mit der Aktion Mensch die TU Dortmund beauftragt, das mal zu untersuchen. Und ehrlich gesagt, wen wundert es? Natürlich haben Menschen mit Beeinträchtigungen genauso ein Interesse, Primetime-Formate anzuschauen, wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Wir tauschen uns sehr regelmäßig mit Politik und auch mit betroffenen Verbänden aus. Wir begleiten Gesetzgebungsverfahren und wir haben, auch dazu werde ich später noch ausführlicher kommen, im November letzten Jahres die zentrale Anlaufstelle für barrierefreie Angebote, kurz ZABA, ins Leben gerufen. Aber zunächst nochmal zu den Monitorings. Wir führen die seit 2013 durch und haben zunächst uns die beiden großen Reichweiten-Sendergruppen vorgeknöpft, die Mediengruppe RTL und die ProSieben-Sat1-Mediengruppe. Seit 2016 haben wir zusätzlich die Sender befragt, die ungefähr bei 1% Marktanteil liegen. Das sind häufig Disney Channel, D-Max, Nickelodeon, Tele5 war schon dabei, Sport1 oder auch Welt N24. Wie läuft so ein Monitoring ab? Wir schicken den Sendern einen Fragebogen. Da wird dann minutengenau aufgeschlüsselt, welche Sendungen sind untertitelt, gibt es weiteres Engagement, sind zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigungen in den Produktionsprozess eingebunden, gibt es Audiodeskription oder auch wird leichte Sprache verwendet. Der 5-Jahres-Trend, den habe ich Ihnen hier mal mitgebracht aus diesen Monitorings, sieht so aus, der blaue Balken ist die Mediengruppe RTL, der rote Balken die ProSiebenSat1-Gruppe. Und da sehen Sie, beide Gruppen haben in den letzten 5 Jahren kontinuierlich ihren Anteil an Untertitelungen gesteigert. Das heißt, wir lesen eine doch erhebliche Steuerungswirkung aus diesen Monitorings ab, bis auf den letzten Befragungszeitraum. Da ist RTL bedauerlicherweise stehen geblieben, hat sich nicht mehr steigern können in der Quote. Und wir hoffen, dass sich das in Kürze wieder ändert. Beim 8. Monitoring haben wir im letzten Jahr diese Sender hier befragt, RTL, Super RTL, Vox, Nitro und RTL 2, das sind die Sender der Mediengruppe RTL, auf der ProSiebenSat1-Gruppe, 7max, 6, Kabel 1, Sat1 Gold, Kabel 1 Doku und ProSieben. Als kleinere Sender, also ab 1% Marktanteil, waren letztes Jahr dabei Welt, N24, Comedy Central, D-Max und Disney Channel. Es kommt durchaus vor, dass wir von den kleineren Sendern als Antwort bekommen, wir können jetzt noch keine Zahlen liefern, aber wir haben das wahrgenommen und wir arbeiten dran. Es ist nämlich, glaube ich, durchaus so, dass wenn der Regulierer die Landesmedienanstalt nachfragt, wir auch Antworten bekommen. Bei Nachrichtensendern wie Welt N24, die haben ja immer die Laufbänder und beziehen sich im Hinblick auf die Barrierefreiheit darauf. Aber vielleicht möchten Sie wissen, was aus dem letzten Monitoring rausgekommen ist. Das erzähle ich auch, aber zunächst erzähle ich Ihnen, wie es weitergeht. Denn jetzt gerade sind wir in der laufenden Erhebungswelle für das 9. Monitoring
und haben erstmals auch drei Streaming-Plattformen, Netflix, Prime Video und Sky, angefragt, haben den Fragebogen leicht verändert, weil die ja weniger Live-TV machen. Und die Idee war, wenn sich das Mediennutzungsverhalten doch so ändert, was es ja tut, dann sollte vielleicht auch die Barrierefreiheit da ankommen, wo die Medien wirklich genutzt werden. Und wir wissen alle, gerade in den letzten anderthalb Jahren, wie hoch die Zuwächse bei den Streaming-Plattformen waren und wie das das Mediennutzungsverhalten abbildet. Aber zurück zu den Ergebnissen aus dem letzten Jahr. Vielleicht zum Einordnen, wir erheben immer von September bis Dezember eines Vorjahres und veröffentlichen dann im Frühjahr des Folgejahres. Das sind also die aktuellsten Ergebnisse, die wir derzeit vorliegen haben. Bei der Mediengruppe RTL sehen Sie den blauen Balken für die Zahlen aus 2019 und die roten Balken aus 2020. Und Sie sehen, dass die Balken sich zum Beispiel bei Vox, RTL Nitro, reduziert haben im Vergleich zum Vorjahr. Bei RTL ist es gleich geblieben und liegt bei 17%. Vielleicht zum Übersetzen, diese 17% entsprechen täglich 5 bis 6 Sendungen, davon 2 Sendungen in der Primetime. Und untertitelt bei RTL wird mittlerweile Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Alles, was zählt, Alarm für Cobra 11, also durchaus Serien mit hohen Reichweiten, aber auch zum Beispiel Der Lehrer oder Das Supertalent. Und beim Lehrer ist es so, dass die Serie letztes Jahr das erste Mal in Zusammenarbeit mit der Greta und Starks App Audio deskribiert wurde. Das kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Filmbereich. Im Kino gab es das vorher schon, weil die deutsche Filmförderung das auch zur Bedingung gemacht hat, damit Filmförderung erfolgen kann. Das heißt, da fand dann auch eine Audiodeskription statt. Warum ist das beispielsweise bei Vox gesunken? Erklärung der Mediengruppe RTL war, dass es eine andere Programmierung gab im Senderablauf, also ein anderes Programmschema über den Tag. Und auch RTL 2 hat seinen Untertitelungsanteil steigern können und hatte auch 2 Formate mit Audiodeskription erstmals. Und daran erkennen Sie auch, dass es durchaus Sinn macht, immer wieder nachzufragen, denn wir fragen seit 8 Jahren auch nach Audiodeskription, haben uns 6 Jahre angehört, das geht nicht, und im 7. und 8. Jahr freuen sich durchaus die Sender, dass sie uns sagen können, so, wir haben es jetzt ausprobiert, wir haben jetzt gemacht. Und das muss ja auch so sein, denn die technischen Voraussetzungen, die werden einfach immer einfacher. Also irgendwann wird das Kostenargument nicht mehr ziehen. Wie sieht es aus bei der ProSiebenSat.1-Gruppe? Durchaus erfreulich, da haben sich die Quoten im Vergleich von 2019 zu 2020 bis auf ProSiebenMax steigern lassen. Der Untertitelungsanteil beträgt beispielsweise bei ProSieben mittlerweile 44%. Das ist ein Anstieg um 3 Prozentpunkte gewesen und entspricht täglich 20 Sendungen, davon 4 Sendungen in der Primetime. Und der Sender ProSieben hat auch als erster Sender eine Live-Audiodeskription beim Finale von Germany's Next Topmodel durchgeführt. Und auch bei der gesamten ersten Staffel von The Masked Singer war eine Live-Audiodeskription vorhanden. Also auch da der Beweis, es geht voran und man kann das durchaus schaffen. Falls Sie sich für das Monitoring interessieren, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie sich das ganz in Ruhe vielleicht nochmal anschauen mögen. Das ist veröffentlicht auf der Seite die-medienanstalten.de/themen/barrierefreiheit. Und wir haben
das in diesem Jahr das erste Mal mit einem Exposé auch in leichter Sprache veröffentlicht, weil wir denken, dass es richtig ist, zu zeigen, dass das funktionieren kann und dass auch leichte Sprache sozusagen kein Hexenwerk ist. Ich gehe jetzt zur zentralen Anlaufstelle für barrierefreie Angebote, kurz ZABA. Was ist diese ZABA? Eine Stelle, wo man Informationen über Barrierefreiheit in den Medien sich holen kann, aber auch eine Stelle, wo man sich beschweren kann. Und die Geschichte von ZABA ist ganz großes Tennis, denn die stand als Vorgabe in der AVMD-Richtlinie, die Richtlinie der EU über audiovisuelle Mediendienste. Und die EU hat beschlossen, es muss in allen Mitgliedstaaten eine solche zentrale Anlaufstelle geben, die es eben ermöglicht, dass man sich informieren, aber auch beschweren kann. Die Rundfunkkommission hat für Deutschland beschlossen, macht das mal zusammen, die Medienanstalten mit ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle, baut das mal, macht das mal. Und das war ungefähr so im Frühsommer letzten Jahres. Wir haben uns zusammengetan und haben das wirklich unter der Federführung vom ZDF und der Bremischen Landesmedienanstalt innerhalb kürzester Zeit geschafft zu bauen. Und Sie sehen an meinem Lächeln, ich bin auch echt ein bisschen froh, denn wir waren tatsächlich in der EU der erste Mitgliedstaat, der das umgesetzt hatte. Es sind jetzt weitere Mitgliedstaaten gefolgt und ich möchte Ihnen die ZABA-Seite ein bisschen vorstellen, wie die aussieht. Sie können also jeden beliebigen Sender sich raussuchen, wenn Sie dazu einen Kontakt haben möchten, um zu fragen, zum Beispiel, warum ist meine Lieblingssendung nicht untertitelt? Oder zum Beispiel das Feedback, da hat der Untertitel nach der Werbepause nicht mehr funktioniert oder so. Diese Seite ist insgesamt barrierefrei nach BitV 2.0. Wir haben da auch Videos mit Gebärdendolmetschern drauf. Wir haben leichte Sprache, übrigens auch die Datenschutzerklärung. Und ja, das geht. Und dadurch geht überhaupt kein Datenschutzniveau verloren. Also von mir aus können auch alle Menschen die Datenschutzerklärung von dieser Seite abschreiben. Dann verstehen mal alle, worein sie einwilligen und was mit den Daten passiert. Sie können also über den Medienanbieter suchen. Sie können sich das erklären lassen. Hier ein Bild, wo die Basisinformationen zu finden sind. Auf dieser Seite sind alle Angebote, die der Regulierung der Medienanstalten unterliegen. Das sind deutlich mehr als 12 oder 20. Das sind mehrere tausend. Und natürlich war das erstmal ein Ritt, wie sollen wir die sozusagen da reinbauen. Wir haben dann eine Schnittstelle zu einer großen Datenbank der Medienanstalten geschaffen, sodass diese Daten auch laufend aktualisiert gehalten werden können. Auch alle öffentlich-rechtlichen Sender sind da vertreten. Also ein ganz schönes Gemeinschaftsprojekt ein ganz großer Schritt nach vorne, dass man einfach eine leicht erreichbare Möglichkeit geschaffen hat, nachzufragen oder auch sich beschweren zu können. So ähnlich sieht das dann aus. Und ich möchte unbedingt noch zu den neuen Rechtsgrundlagen kommen, denn der Gesetzgeber hat ebenfalls die Relevanz von Barrierefreiheit erkannt und hat schon im Medienstaatsvertrag, der am 7. November letzten Jahres in Kraft getreten ist, erstmals eine Norm geschaffen, den Paragraph 7, der die Barrierefreiheit betrifft. Und der besagt, man muss sich sinngemäß anstrengen, Mühe geben. Sie sehen die Formulierung, solche Angebote stetig und schrittweise ausweiten. Das betrifft die privaten Anbieter. Und es ist neu eingeführt worden, eine Berichtspflicht. Alle drei Jahre sozusagen das Monitoring betrifft jetzt alle und muss alle drei Jahre
abgeliefert werden. Weiterhin ist die Barrierefreiheit, die taucht noch an einer anderen Stelle des Medienstaatsvertrags auf, und zwar im Zusammenhang mit Public Value. Das heißt, es gibt eine neue Regelung, wonach Sender, die besonders wertige Inhalte oder auch Arbeitsweisen zeigen, wonach die sich bewerben können in einer Art Beauty Contest, also und zeigen, was sie tun. Und als Belohnung, in Anführungsstrichen, gibt es eine erleichterte Auffindbarkeit. Auch da ist neben anderen Kriterien die Barrierefreiheit ein Kriterium, was für besondere Wertigkeit eines Angebots spricht. Und damit nicht genug. Man sagt ja immer den Satz, nach dem Medienstaatsvertrag ist vor dem ersten Medienänderungsstaatsvertrag. Der wird im Moment diskutiert, und zwar sehr intensiv, hat die Rundfunkkommission schon passiert. Und mit diesem Medienänderungsstaatsvertrag geht es das erste Mal nur um Barrierefreiheit. Es werden weitere Regelungen aus der AVMD-Richtlinie umgesetzt, aber vor allem werden die Vorgaben aus dem European Accessibility Act umgesetzt. Den haben wir vorhin schon kurz angesprochen gehört. Da geht es darum, dass Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, jetzt auch der Barrierefreiheitsverpflichtung unterliegen. Das muss ja auch überwacht werden, und dafür gibt es sogenannte Marktüberwachungsbehörden. Davon spricht der IAA für den Bereich Medien. Und alles, was unter den Medienstaatsvertrag fällt, sind das oder werden das die Landesmedienanstalten sein. Und eine weitere Norm möchte ich Ihnen hier nicht vorenthalten. Zukünftig begeht derjenige, wer sich nicht um Barrierefreiheit kümmert, obwohl es zumutbar wäre, eine Ordnungswidrigkeit. Auch das ist eine Folge, die es vorher in der Gesetzgebung noch nicht gab, und das wird der Barrierefreiheit ganz sicher gut tun. Ich darf noch mal zusammenfassen: Wir brauchen die Barrierefreiheit in den Medien für gesellschaftliche Teilhabe. Es ist wichtig, dass man Zugang zu Informationen, Zugang zu Unterhaltung hat. Und wenn ich das abschließend sagen darf, es ist ehrlich gesagt auch wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in den Medien vorkommen. Da glaube ich, und vielleicht können wir da nachher noch drüber sprechen, da ist noch deutlich Luft nach oben. Das würde mich persönlich freuen. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf den Austausch und danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Holsten, für diesen Überblick, für diesen Einblick in Ihr Tun. Sie kommen zu uns, Sie setzen sich für die Zuschauenden, die sich jetzt wundern, die von erster Minute an zugeschaut haben und sich fragen, was sind das für Menschen? Da waren vorhin ganz andere Menschen. Ist hier Fake am Werke? Wird hier mit Statistinnen gearbeitet? Nein, dem ist nicht so. Wir haben es ja gesagt. Wir hatten am Anfang die Grußwortrunde der Veranstaltenden von Wohlfahrtsverbänden, dem Paritätischen, dem VDK, der Landesmedienanstalt und dem Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung in Thüringen. Und jetzt wollen wir einfach mal mit denjenigen ins Gespräch kommen, die das umsetzen müssen, die das im Sinne der Kundinnen und Kunden umsetzen müssen sollen wollen, was da Barrierefreiheit heißt. Ich stelle Ihnen zunächst, wie wir das vorhin gemacht haben, unsere Gesprächsgäste vor. Zu meiner Linken Jörg Ribatsch, er ist Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. Wir sind ja hier in Gera, da bietet sich das an und wir freuen uns sehr. Er ist seit 2013 an der Spitze ein versierter Zeitungsmacher, der den Fokus auf die lokale Berichterstattung legt und die digitale Medienwelt in die Nachrichtenverbreitung einzubinden versucht, das immer stärker machen muss.
Da geht der Zug derzeit hin. Neben ihm Georg Schmolz, er ist Leiter Barrierefreiheit beim Mitteldeutschen Rundfunk, dem MDR. Er koordiniert die barrierenfreien Programmzugänge des MDR seit 2014, also alle hier schon lange mit dem Thema im Geschäft. Von Haus aus, also gelernter Journalist, und kann mir vorstellen, dass das nach vielen anderen Aufgaben auch mal eine ganz neue Herausforderung war und ist. Frau Holsten haben Sie im Vortrag gehört. Ich gehe mal einmal in den Bildschirm rein, denn zugeschaltet, das ist auch sehr schön zugeschaltet, ist uns Friederike Wissel von der mehrfach erwähnten Pro7 Sat.1 Mediengruppe. Diese zweitgrößte private Sendergruppe in Deutschland hat sich mit dem Corporate Sustainability Office, wir sagen auch Nachhaltigkeit, eine neue Abteilung geschaffen, die sich mit allen Belangen des nachhaltigen und verantwortungsvollen Handelns des Konzerns beschäftigt. Frau Wissel kümmert sich dort als Manager dieses Büros Nachhaltigkeit unter anderem um das Thema Barrierefreiheit. Wird dabei ja scharf beobachtet von Frau Holsten und Kolleginnen. Und zu meiner rechten Seite freue ich mich sehr, hat heute keinen weiten Weg gehabt, Frau Petra Michels. Sie ist Vorsitzende des Vereins Barrierefrei in Thüringen e.V., kurz BIT. Und sie kümmert sich als Expertin eigener Sache um das ganze Thema, auch bei dem Thema Barrierefreiheit, Digitalisierung. Sie ist Ingenieurin von Haus aus. Ingenieurin war richtig, Frau Michels, wir kennen uns lange. Ich habe das nicht vergessen. Sie ist Ingenieurin von Haus aus und sitzt mir sozusagen als Wächterin zur Seite. Sie ist, wie wir das vorhin schon mal hatten, spät erblindet, also kennt sozusagen auch beide Seiten der Medaille. Und sie wird immer dann zwischenfunken, wenn sie den Eindruck bekommt, dass alles ganz gut klingt, was Herr Riebatsch, Herr Schmolz und Frau Wissel sagen, dass doch aber die Realität, die Nutzungsrealität vielleicht ganz anders aussieht. Jetzt bitte ich mal ganz kurz darum, dass uns der Monitor... Frau Wissel muss sprechen. Insofern. Frau Wissel, Sie müssen sprechen, dann werden Sie eingeblendet. Das ist natürlich sehr schön. Frau Wissel, dann begrüßen wir Sie mal ganz herzlich und Sie sprechen. Ich sage noch mal guten Morgen, aber ich hoffe, man hört mich. Wissel, jetzt sind Sie da. Das ist sozusagen... Das war eine kleine technische Barriere, die wir jetzt überwunden haben. Dadurch, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben, sind Sie hier bei uns im Bild aus dem schönen München zugeschaltet. Frau Michels, fangen wir mal einfach ganz schlicht und niedrigschwellig an. Wir hatten, heute ist Dienstag, ne? Vorgestern eine Bundestagswahl. Wie sind Sie informationstechnisch durchgekommen? Sind Sie zufrieden mit dem, was Ihnen an welcher Stelle auch wie auch immer angeboten wurde? Also die Informationen zum Bundestagswahl fand ich ausreichend, also für mich jetzt gesehen. Ich spreche nur für mich. Und was mir noch fehlt, es wurde hier im Vorfeld schon mal angerissen, dass wir viele Menschen haben, die unsere Sprache nicht so gut sprechen, mit Migrationshintergrund, aber auch viele ältere Menschen, Senioren, Hochbetagte, die manchmal nicht mitkommen mit der Sprache, wie was da vom Fernseher kommt oder was in den Medien steht. Und das finde ich manchmal traurig. Ich weiß auch von Jüngeren im Mittelalter, dass die sagen, sie gehen kaum ins Internet, das regt sie alles nur auf. Also die das auch nicht so sehr nutzen. Da war ich ein bisschen sprachlos mit den jungen Leuten. Aber ich habe viel mitbekommen. Ich habe auch heute Morgen nochmal gehört, was in Thüringen wie gewählt wurde, was mich sehr erschreckt hat, also sehr beängstigt hat. Und dass ich auch weiß, dass wir da auch gerade im Paritätischen Wohlfahrtsverband da noch einiges machen müssen, dass die Gesellschaft jetzt gefordert ist. Und wenn wir uns die Barrieren nochmal anschauen oder die Zugänge, die Sie nutzen, wenn Sie jetzt mal Ihren eigenen Medienkonsum betrachten, ich weiß ja nicht genau sozusagen, wo Sie sich medienkonsumtechnisch mit welchen Gerätschaften bewegen, wo sagen Sie, also es ist unglaublich, wie toll das inzwischen läuft. Sie haben ja sozusagen einfach Erfahrungswerte und was sind so die 1, 2, 3 Punkte, wo Sie sagen, das nervt mich so sehr, das soll bitte sofort, aber bitte sofort in den Griff bekommen werden? Natürlich, in meinem Alter schaue ich noch Fernsehen. Ich nutze viele Programme. Das kommt darauf an, was angeboten wird, also querbeet. Bin zum Beispiel, muss ich hier sagen, ich schaue gerne Tatort, weil das mit Audiodeskription ist. Aber das liegt vielleicht an meinem Alter.
ich schaue auch viele Dokumentationen und da freue ich mich, wenn eine Dokumentation, ob das über unsere Welt ist, über Meere, Natur, ob das Umwelt ist, egal welches Thema, wenn das mit Audiodeskription ist. Also wenn da was erklärt ist, das finde ich sehr wichtig. Würde mich auch freuen, wenn da Gebärdendolmetscherinnen zu sehen sind, kann ich aber nicht beurteilen, ob das gemacht wird oder Untertitel. Ja, und ich muss noch hinzufügen, ich habe die Kreta-App und ich nutze die auch, wenn die Möglichkeit besteht, im Fernsehen und natürlich auch im Kino, um Audiodeskription mir anzuhören. Ich habe das akustisch nicht verstanden, da haben wir schon wieder eine Barriere. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Die App heißt wie? Kreta. Kreta. Kreta, stimmt, da gab es mal einen Kinofilm, da konnte man, das ist eine App, mit der man dann, ja, Dankeschön, vielleicht an der Stelle erstmal, Sie sind weiter aufmerksam und ich fange mal einfach mit Frau Wissel an, das ist so schön, weil ProSieben und die Gruppe wurde einfach jetzt ja öfter erwähnt, auch von Frau Holsten, Sie haben da aufmerksam zuhören können. Frau Wissel, wie können Sie das gegenspiegeln, also das, was Frau Holsten beschreibt, wo es auch hingehen soll, was auch beobachtet wird, wo sagen Sie, gut, da möchte ich gerne drei Sachen ergänzen und spannend ist für mich Folgendes noch zu erwähnen, aus dem, was wir als ProSieben Sat.1 Mediagruppe uns so auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, gerne. Also Frau Holsten hat ja schon sehr eindrücklich die Zahlen auch gezeigt, insbesondere aus dem letzten Monitoring. Jetzt sind wir gerade wieder dabei, aktuell das Monitoring an dem teilzunehmen und Zahlen für unsere Sender zu erheben. Und Sie haben es schon gesagt, ich arbeite im Nachhaltigkeitsbereich. Das gibt es seit 2020 und wir haben da verschiedene Themenfelder, in denen wir arbeiten. Und eins dieser Themenfelder ist Diversität und dort bin ich insbesondere auch zuständig. Und da hat Barrierefreiheit tatsächlich einen festen Bestandteil in der Nachhaltigkeitsstrategie. Also wir haben die seit 2018 entwickelt und von Anfang an war im Diversitätsbereich das Ziel, uns stetig auszubauen. Sie haben gesagt, wir sollen, müssen, dürfen und wir wollen. Und wir wollen uns auch einfach dafür engagieren, dass es weniger Ungleichheiten gibt. Wir haben unsere Strategie abgeleitet von den UN Sustainable Development Goals. Das sind die Entwicklungsziele. Und da ist die Nummer 10 eben weniger Ungleichheiten. Und das erreicht man eben dadurch, dass alle Menschen eine Teilhabe am Fernseherlebnis bekommen und ihnen das ermöglicht wird. Und das ist natürlich die Aufgabe, die auch mit bei uns liegt. Und ja, wir setzen uns jetzt schon seit vielen Jahren dafür ein, also was Untertitelungen angeht. Und das sind auch die Zahlen, die das Monitoring auf dieser einen Folie gezeigt hat. Haben wir mit, also 2000 bereits begonnen und bauen das auch stetig aus. Wir konzentrieren uns insbesondere natürlich auch auf reichweitenstarke Sendungen, Primetime-Shows, aber insbesondere auch aus diesem Jahr so, ich bringe einfach ein paar Beispiele mit, weil ich glaube, Zahlen haben Sie gesehen, vielleicht sind die Beispiele auch hilfreich, einfach viele im Bereich Information, also die ProSieben-Spezialsendungen, die sollen unbedingt barrierefrei angeboten werden. Wir haben Public-Value-Highlights jetzt wie Zerwakis und Optenhöfel live, was erst jetzt in Mitte September gestartet ist, das Triell, Jenke, Thilo Mischke Uncovered. Und ja, aber da soll es natürlich nicht aufhören, weil wir sprechen ja von Barrierefreiheit und auch das hat Frau Holsten schon gezeigt. Wir haben 2019 dann auch zum ersten Mal mit Audiodeskription gestartet. Tatsächlich mit der technischen Hürde, dass wir keinen zusätzlichen Tonkanal über unser Playout Center ausspielen können. Das haben wir auch immer wieder zurückgespiegelt, haben aber dann eine Alternative gefunden und haben eine eigene App angeboten, die heißt ProSieben AD, gibt es mittlerweile auch für Sat.1 AD und spielen darüber dann eben das Signal mit der Kommentierung aus, haben angefangen mit eben sehr reichweitenstark und da war das Zuschauerinteresse natürlich auch sehr hoch mit dem Finale von Germany's Next Topmodel, der kompletten Staffel The Masked Singer, was toll war, weil das unser Quotenhit 2019 war und so reichweitenstark und wir das dann tatsächlich genau das mit Audiodeskription anbieten konnten und auch so wichtig bei dem Format, weil da sind Promis in Kostüme und das waren vor allem auch die Kostüme und wie die Promis sich gegeben haben, dass man das beschrieben bekommt mit der Kommentierung und haben aber auch da natürlich das Ziel, das stetig auszubauen, haben jetzt auch wieder die ProSieben-Spezial beispielsweise Amtseinführung des Präsidenten in den USA, Joko und Klaas gegen ProSieben, jetzt auch in diesem Jahr die Bundesligaspiele. Dann haben wir jetzt das Dritte, ist natürlich dann auch noch Gebärdensprache. Da hatten wir letztes Jahr im Monitoring schon mal so den kleinen Ausblick gegeben. Wir
wollen das in diesem Jahr pilotieren und ein erstes Pilotprojekt starten. Auch da ist es so, Gebärdensprache wird ja häufig über einen zweiten Sender eben angeboten. Das haben wir nicht zur Verfügung. Und haben das dann tatsächlich bei der Pilotierung im März, bei den Interviews, es war auch wieder ein ProSieben-Spezial live, bei den Interviews, den ersten Interviews mit den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin live im Sendesignal mit ausgestrahlt. Also da waren die Gebärdensprachdolmetscher direkt live zu sehen und haben jetzt aber das Ganze über den Livestream doch nochmal online umgesetzt. Also man findet die Angebote dann, da mache ich jetzt mehr Werbung natürlich in eigener Sache, weil ich hoffe, es hören viele hier einfach auch zu, die das dann auch nutzen. Über www.pro7.de und vielleicht kann man das auch nochmal schriftlich dann festhalten für diejenigen, also ich glaube Untertitelung ist jetzt gegeben, aber nicht Gebärdensprache, www.pro7.de/barrierefreiheit und dort findet man dann auch nochmal auch alle anderen Angebote übrigens, die wir in dem Bereich haben und haben jetzt Gebärdensprache weit über diese Pilotierung hinaus eben die Sommerinterviews noch angeboten, die wir ausgestrahlt haben. Auch wieder das Finale Germany's Next Topmodel. Das ist natürlich eines der Formate, das auch beispielsweise, wenn wir im Austausch mit dem Deutschen Gehörlosenbund sind, die uns das auch zurückspiegeln und sagen, okay, und das war auch eine lange Forderung und freuen wir uns natürlich, dass wir die jetzt auch umsetzen können. Dann Bundestagswahlshows und auch jetzt Zervakis und Optenhövel auch da mit der Gebärdensprache über den Livestream, weil wir da tatsächlich den Gebärdensprachdolmetscher auch größer einblenden können und das natürlich wichtig ist. Danke, vielleicht mal bis zu dieser Stelle, Frau Wissel. Mhm. Also es tut sich was. Wenn Sie jetzt sagen, Germany's Next Topmodel und andere Formate, die es gibt, die wirklich auch frequentiert werden, bekommen Sie ein Feedback von sozusagen den Personengruppen, wo Sie sagen, da setzen wir jetzt mal die Audiodeskription drauf etc. Also gibt es erstens die Jubelmails, danke endlich, und verbunden auch mit dem schon nicht schlecht, aber. Also das ist ja auch eine Justage-Geschichte. Ja. Natürlich, also Jubelmails auf alle Fälle und die bekommen wir auch zurück. Das freut uns auch irgendwie, dass wir wissen, das geht in die richtige Richtung. Aber auch da haben wir uns wieder ausgetauscht mit dem DBSV, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, die uns natürlich auch zurückgespielt haben. Bei der App ist es so, dass eben das Signal und auch die Kommentierung in einem zu sehen ist und mit der App natürlich etwas Zeit versetzt zu dem Live-Sendesignal. Und auch daran arbeiten wir natürlich. Das ist jetzt unsere eine technische Möglichkeit, wie wir das lösen können. Und ich sage, es gibt technische Hürden, aber das bedeutet, das soll keine Ausrede sein, sondern man muss einfach Lösungen dafür finden. Das ist jetzt aktuell der Stand, wie wir es umsetzen können. Aber wir wissen natürlich, dass da auch Verbesserungsbedarf ist. Und wir freuen uns auch über das Feedback, weil nur so kann man es dann auch verbessern, denke ich. Also wir hören viel, das ist interessant, wir hören viel über die Audiodeskription an der Stelle, was da an Möglichkeiten gibt, wie das ausgebaut werden kann, wie sich auch verbessern kann. Machen wir mal weiter. Ach, eine Frage doch, Frau Michels, wie erfahren Sie das denn, wenn es auf einmal heißt, so gibt ja auch Let's Dance Konkurrenzgruppe, ne? Aber ist ja egal, wird auch viel geguckt, so Let's Dance oder wie auch immer, jetzt endlich mit Audiodeskription. Wie kommt das bei Ihnen an, wenn irgendein Format, was Sie toll finden, dann sozusagen erweitert dargestellt wird, barrierefrei? Naja, ich nutze viele Newsletter, wo ich die Informationen bekomme, dass das angeboten wird jetzt. Ja, aber ich weiß auch, dass viele mit Einschränkung, Behinderung, Sehbehinderung, vor allem Blindheit, wenn wir jetzt auf Audiodeskription bleiben, dass die viele technischen Möglichkeiten nicht haben, nicht kennen oder ja, dass für sie versperrt bleibt, weil es immer mit Aufwand verbunden ist. Ja. Ich brauche die Hilfsmittel, ich brauche die App, ich brauche dies. Und das setzt voraus, dass man jemanden hat, der dabei hilft. Da hatten wir von dieses Stichwort, das auch nochmal schön, auch TLM, Herrn Fasko habe ich im Blick, dieses Stichwort Medienkompetenz. Also auch da ist ja nochmal ein wichtiges Momentum zu sagen, wie kommen wir sozusagen an der Stelle weiter. Machen wir weiter, kommen wir mal langläufig. Früher, Herr Ribatsch, ich denke mal, als Sie angefangen haben, wir beide sind Ü30, ne? Früher war echt eine Zeitung. Da ging man zur Zeitung und hat eine Zeitung gemacht. Die wurde gedruckt und verkauft. So, und heute sind wir im crossmedialen Bereich, trimediale Volontärsausbildung. Das heißt, die Zeitung als solche gibt es heute gar nicht mehr, sondern die findet auch noch online statt und am besten auch noch ein Bewegtbild dabei und ein Video bitte. Und was so ein armer Volontär, Volontärin alles heute noch alles ableisten muss. Welchen Stellenwert, so wie das Frau Wissel auch beschrieben hat, also wo sind Sie
unterwegs, mit wem beim Thema Barrierefreiheit und Zugänge schaffen? Was ist da sozusagen der Anspruch der OTZ? Jetzt muss man dazu sagen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, OTZ findet ja statt in der Funke Mediengruppe. Ihr seid sozusagen eine Familie, gehören noch zwei Zeitungen in Thüringen dazu. Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit auf die Barrierefreiheitsreise bei der OTZ. Ja, danke. Wir fangen vielleicht mal bei der Basis an, weil Sie es so schön gesagt haben, die Ausbildung der Volontäre, also crossmediale Redakteure herzustellen, sollte damit beginnen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, und Frau Michels hat es ja auch vorhin gesagt, dass die Verständlichkeit vorhanden sein muss dessen, was wir transportieren. Damit fängt es mal an. Wir haben jetzt sehr viel über Technik gehört, das ist auch sehr wichtig, da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Aber es geht nicht nur um Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund, sondern wir müssen mal grundsätzlich akzeptieren, dass wir sehr unterschiedliche Bildungsniveaus in unserer Gesellschaft haben. Und da fängt die Barriere schon an. Die Zeitung, das, was wir im Internet machen, das, was wir digital anbieten, muss vom Professor bis zum Schulabbrecher verstanden werden. Und das ist, da setzt unsere Ausbildung an. Das ist unsere Kernaufgabe, uns erstmal in die Lage zu versetzen, sozusagen barrierefrei zu schreiben. Ein konkretes Beispiel war gestern typisch, dass wir da auch, glaube ich, in der Politik noch sehr viel erreichen müssen, weil wir eben es mit der Bundestagswahl hatten. Gestern Abend habe ich im ZDF ein Interview mit Herrn Habeck gesehen, der ja möglicherweise uns demnächst regieren wird. Aufgrund seiner Wortwahl, der Verwendung zahlloser, nicht zahlreicher, sondern zahlloser Anglizismen, hat er einen Großteil des Publikums schon mal ausgeschlossen von der Verständlichkeit der Botschaften, die er transportieren will. Und das müssen wir uns, glaube ich, mal grundlegend bewusst machen, auch in allen Medien, dass wir damit anfangen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß auch, dass wir unsere digitale Zeitungsausgabe E-Paper nennen, aber es ist die digitale Version der gedruckten Zeitung. Dass wir das aus Marketinggründen auch E-Paper nennen müssen, weil unser Marketing meint, dann kann sie es besser verkaufen, das akzeptiere ich. Aber im Umgang dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass wir damit anfangen, erstmal verständlich zu formulieren. Dann setzen wir darauf auf, dass wir natürlich die technischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen. In unserer Digitalversion der Zeitung haben wir eine Vorlesefunktion für alle Beiträge. Das finde ich ganz herausragend gut. Das funktioniert auch gut. Vielleicht haben wir da noch Spielraum, dass es verbessert wird. Aber dafür war ich dankbar, zu dieser Veranstaltung auch eingeladen zu werden, um auch hier noch Dinge mitzunehmen, was wir da besser machen können. Und Sie sagten Bewegtbild, ja, auch Bewegtbild gehört zu unseren Internetangeboten. Auch hier haben wir selbstverständlich die Funktion der Untertitelung. Und das sind alles Punkte, an denen wir noch weiter arbeiten müssen. Die gedruckte Zeitung hat da Nachteile. Und das führt auch dazu, dass natürlich mehr Menschen versuchen, einfach konsumierbare Medien zu nutzen, die wir anbieten. Und dazu gehört eben die digitale Version unserer Ausgabe. Können Sie uns noch mitnehmen, Herr Ribatsch, wie Sie auf welche Bereiche Sie gucken, wenn es darum geht, Barrierefreiheit zu schaffen? Also sagen wir haben den Internetzugang, die Lesbarkeit. Frau Wissler hat so ein bisschen erwähnt, mit wem man sich auch zusammenschaltet, mit wem man, wo man sich nochmal Feedback holt, diesen Expertinnenrat. Wie ist das bei Ihnen? Ja, wir leben ja als bodenständige Zeitung. Wir sind ja in der Grasnarbe, nicht auf der Grasnarbe. Wenn wir Lokalzeitung machen mit unseren 12 Ausgaben, leben wir ja quasi mit unserer Leserschaft. Und wir sind in einem permanenten Dialog mit unseren Abonnentinnen und Abonnenten. Und da hören wir manchmal schon ziemlich harte Worte auch. Da geht man oft nicht zimperlich mit uns um, aber das dient uns natürlich nicht nur als Rückkopplung, als Rückmeldung, sondern auch als Anregung, was wir verbessern können, wie wir es verbessern können. So ist beispielsweise auch diese von mir genannte Vorlesefunktion in der digitalen Ausgabe entstanden. Früher hatten wir ein Angebot, dass jemand Artikel aus der Zeitung vorgelesen hat. Das konnte man sich dann als Band bzw. Diskette organisieren. Und das ist natürlich jetzt ein einfacherer Weg. Und das geht auf Anregungen, auf Kritik aus der Leserschaft zurück. Und das ist unsere Form, abgesehen von Veranstaltungen wie diesen, uns hier auch zu verbessern und weiterzuentwickeln. Frau Michel, Sie lächeln.
Ich sehe ihre Mundwinkel, etwas umspielt ihre Mundwinkel. Also vielleicht haben Sie, Herr Riebersch hat es ja gesagt, also sozusagen so ein Tipp noch zu sagen, ja, also ich als sehbeeinträchtigt oder blind, Stichwort Vorlesefunktion etc., gibt es noch ein, zwei Punkte, wo die Herr Riebertstein mit nach Hause nimmt, wo er sagt, stimmt, nehme ich, ist gut, machen wir besser. Also die Vorlesefunktion ist vor allen Dingen auch für Menschen, die nicht oder schlecht lesen und schreiben können. Und das ist in Deutschland auch eine große Gruppe. Und das muss man auch wissen, wenn man solche Angebote macht. Und da finde ich das gut, wenn da so eine Lesefunktion ist. Also mein Wunsch wäre mit der UTZ noch mehr Lokales. Ich weiß, wie schwierig das ist. Aber wir hatten in den 90er Jahren Journalisten, die zu uns kamen in die paritätische Kreisgruppe und wo wir uns austauschen konnten und die dann Artikel schrieben, das ist vorbei, wie Sie schon gesagt haben, U30, die kennen keine Zeitung mehr. Und ja, das ist ein bisschen traurig. Also mich würde mehr interessieren, was passiert lokal, was passiert in unserem Landkreis, welche Veränderungen in so verschiedenen Bereichen, im Sozialen, Wirtschaft, Kultur und so weiter. Dann versuche ich mal die Frage reinzudrehen, Frau Michels, weil wir sozusagen eine Zeitung muss Zeitung verkaufen, eine Zeitung muss Umsatz machen, es muss Geld verdient werden, gilt übrigens auch natürlich dann auch für die Pro7-Gruppe, da muss in erster Linie auch erstmal, dass ein Gesellschaftler drauf schauen, dass Geld verdient wird. Jetzt würde ich sagen, als OTZ oder als Pro7, Freunde, ich kann den Kuchen nur einmal verteilen. Wenn wir jetzt sozusagen auch Gelder in die Hand nehmen, für Barrierefreiheit auszubauen. Mich würde interessieren, vielleicht die Frage an Frau Wissel, auch an Herr Riebertsch, das ist ja immer noch trotzdem eine große Gruppe, aber im Vergleich zu ihren Zielgruppen, Menschen mit Beeinträchtigung, nicht die größte Gruppe. Das heißt also, wie groß ist die Bereitschaft in Ihren Unternehmungen, Frau Wissel, Herr Riebertsch, auch Geld, Ressourcen, Personal in die Hand zu nehmen, um dort Barrierearmut, im besten Fall Barrierefreiheit herzustellen? Fangen wir mit Frau Wissel vielleicht mal an. Ja, vielen Dank. Also klar ist das die große Herausforderung, also um Barrierefreiheit zu verbessern, eben diese Finanzierung besonders kostenintensiver Angebote, das sind dann eben Untertitelungen von Live-Formaten, das ist eben auch gerade die Audiodeskription oder Gebärdensprachübersetzung, deswegen haben die auch erst so spät, jetzt erst 2019 und in diesem Jahr gestartet, da eben barrierefreie Angebote jetzt bei den privaten Sendern vollständig von uns selbst finanziert werden und dem auch keine zusätzlichen Einnahmen gegenüberstehen. Aber nichtsdestotrotz ist das, das soll kein Hindernis sein und das ist uns auch bewusst, dass man da auch Geld in die Hand nimmt und das machen wir auch gerne. Wir müssen aber als Wirtschaftsunternehmen natürlich immer schauen, dass wir es möglichst effizient einsetzen und deswegen orientieren wir uns auch an diesen Parametern, eben Zuschauerinteresse, Reichweite und beginnen insbesondere dann die Formate auch zuerst auszubauen, aber natürlich stetig auszubauen und sonst könnte man es auch nicht als Ziel innerhalb der, wie gesagt, auch unserer Strategie einfach formulieren. Und das haben wir und das ist uns dann auch damit bewusst natürlich. Okay, danke. Und Herr Riebertsch, auch so dieses, es ist ja auch ein Spagat, man muss ja auch über Zahlen sprechen. Frau Holzen hat vorhin auch dieses Stichwort Förderung nochmal angesprochen. Vielleicht spielen Sie das mal rein, ob man da nicht doch nochmal sich was überlegen könnte beim Thema solche Formate weiter zu fördern, anders zu unterstützen. Aber fragen wir erstmal Herrn Riebertsch. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil es hat ja auch was mit der Generation Überalterung zu tun. Unsere Hauptabgänge bei der gedruckten Tageszeitung sind Todesfälle. Die können wir nicht wieder gut machen. Die nachwachsende Generation fühlt sich offenbar durch Papier gehandicapt. Das ist also eine Barriere für junge Leute, Papier in die Hand zu nehmen. Aber das ist nicht allein damit getan, eine digitale Version der Zeitung auf den Markt zu bringen, sondern wir sind noch gefordert und das macht die Aufgabe nicht leichter, auch noch andere Inhalte zu generieren. Denn das, was vielleicht Frau Michels interessiert oder den 60-jährigen Wanderfreund, der jubelt, wenn das in der Zeitung dargestellt wird, interessiert die 30-jährige alleinerziehende Mutter überhaupt nicht. Die braucht ganz andere Unterstützung. Und das ist vielleicht auch das Handicap, was wir wiederum haben, dass wir mit dem Personal, was wir haben und finanzieren können, diese zusätzliche Aufgabe auch noch übernehmen müssen, weil wir diesen Markt einfach bedienen wollen. Und da versuchen wir eben auf
technische Hilfsmittel zurückzugreifen und haben eben die Möglichkeiten, die automatische Untertitelung zu nutzen oder die von mir gepriesene Vorlesefunktion, die ich für ganz wesentlich und ganz wichtig halte. Aber Sie haben recht, das muss sich alles finanzieren. Es gab eine große Diskussion vor der Bundestagswahl eine Weile am Anfang dieses Jahres, ob der Staat nicht die Zustellung, also den Vorgang der Zustellung der Zeitung, das ist enorm teuer, das ist mit unser höchster Kostenfaktor, unterstützt, das ist gescheitert. Das hätte natürlich Mittel frei gemacht, um noch mehr Barrierefreiheit auch im Internet anzubieten, aber das hat leider nicht funktioniert und ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, weil da das Interesse in der Politik einfach nicht vorhanden ist, das muss man mal so klar sagen. Lass uns mal stehen, Herr Riebertsch. Ja. Ach so, übrigens, wenn wir jetzt hier diese fröhliche Runde haben, den Chat haben wir noch im Blick, wenn da was kommt, aber Sie sind auch eingeladen, Herr Schmoll, Frau Holzen hier genauso auch dann mit reinzunehmen. Aber vielleicht dieses Stichwort nochmal Rahmenbedingungen, Frau Holzen, also die, was Frau Wiesel anspricht, was Herr Riebertsch anspricht, dass man sagt an der einen oder anderen Stelle, ja, wenn wir das gesellschaftlich wollen, es ist ja auch ein gesellschaftliches Moment, dass man sagt, man setzt den Rahmen da nochmal weiter. Wie ist da so ein Diskussionsstand? Gibt es den? Also vielleicht, um das zu korrigieren, weil Sie das Thema Förderung eben nochmal angesprochen haben. Ich habe vom Filmfördergesetz gesprochen, also das betrifft Kinofilme. Die Frage, ob Medien grundsätzlich private Medien förderfähig sind und gefördert werden sollten, ist eine ausgesprochen sensible, weil das immer damit zu tun hat, ob man sozusagen mit Geld ein Programm beeinflusst und manipuliert, um das ganz platt vielleicht ausdrücken zu dürfen. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt, frage ich mich, ob ich jetzt mal kurz emotional werden darf. Und, wir sind in Gera auf jeden Fall. Ja. Und ehrlich gesagt, was mir noch ein bisschen zu kurz gekommen ist bis jetzt, ist, dass das Thema Barrierefreiheit in den Medien, das ist eine Haltungsfrage. Ja, also das ist kein nice to have oder etwas, wo man sagt, das mache ich in Prio F oder K oder so, sondern es ist doch so, dass wir in vielen Fällen oder sagen wir mal, ich sage mir immer, heute habe ich keine Beeinträchtigung. Heute kann ich sehen, auf meinen eigenen Beinen laufen und ich überhöre nur, was ich auf jeden Fall überhören möchte, mit Absicht sozusagen. Aber das ist doch eine Frage von Demut zum einen, wenn man quasi in einer Position sich befindet, wo man es, wo man motivieren kann dafür, wo man begeistern kann dafür. Denn alle, die wir hier sitzen, gehören zu der Gesellschaft, wo wir mehr sozusagen Alte um uns herum haben werden als Junge. Das ist doch nicht nur sozusagen ein körperliches Problem einer klassischen Beeinträchtigung, wenn ich so sprechen darf, sondern wir alle werden in kürzester Zeit so schlecht hören, dass wir uns freuen, wenn da Hilfsmittel sind. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn Barrierefreiheit ein bisschen mehr in der Haltung sich durchsetzen würde und ein bisschen weniger einen Charakter hat, wo das was, also das ist was besonders Tolles, ich würde es auch immer loben, aber ich finde, es ist mittlerweile klar, dass das jeder mitdenken muss. Und vielleicht noch ein kleines Detail, wir sind im Zeitalter der Digitalisierung. Ja? Also Sie können jedes Instagram-Video und jedes TikTok-Video ohne weiteres untertiteln. Das sehen diese Apps vor, ist überhaupt gar kein Problem. Und ich kann und mag nicht glauben, dass das für alle anderen technischen Dienstleister und Medienentwickler eine totale Komplikation darstellt. Also ich glaube, wenn man sich technisch da reinwurschtelt, dass diese Zeit es ja einem erleichtert, immer mehr barrierefreien Content anbieten zu dürfen. Das war, wie wir am Anfang hatten, wo wir sagten, das eine ist sozusagen der technische Fortschritt, der Möglichkeiten schafft. Reicht es aus? Muss sozusagen Rahmen gesetzt werden, reguliert werden? Wir hatten ja vorhin auch den Landesbehindertenbeauftragten, da Herrn Leibiger. Jetzt müssen Sie mir nur sagen, Frau Holzen, Sie wollten emotional werden. Sie sind ein wenig emotional. Ach so, das war die norddeutsche Emotionalität. Also das war wahrscheinlich schon, okay, auf einer Skala recht hoch. An wen hat sich das jetzt gerichtet, Ihre Emotionalität? Die Haltungsfrage einzufordern, ja,
dem müssen Möglichkeiten entgegenstehen, also in concreto. Also hanseatische Emotionalität trifft, Sie kommen aus Weimar, glaube ich, Sie haben es nicht spüren können. Das richtet sich an alle, die hier sitzen und hoffentlich schauen Menschen zu. Das ist also, ich finde, dass dieser Appell ist heißt doch das, erlaubt. Heißt das, na, selbstverständlich, aber heißt an die das, Macher, nicht an die KonsumentInnen, sondern an die Macher, an die Produzenten, an die, die es sozusagen in der Hand haben, nutze ich eine bestimmte App. Also wir haben ja vorhin von der Greta-App gehört. Ne? Viele Jahre hieß es, die Greta-App geht für TV nicht. Wir haben jetzt gelernt, doch, geht auch. Funktioniert. Und davon wünsche ich mir, und dazu sollte der hanseatisch-emotionale Appell dienen, noch viel mehr Best-Practice-Beispiele. Wir sammeln die, wir nehmen das zur Kenntnis. Frau Wissel, wenn Sie was dazu sagen müssen, möchten, sagen Sie was. So, dann kommt die bayerische, wenn Sie bayerische Emotionalität zurückgeben möchten, dann sei Ihnen das ermöglicht, etc. Die bayerische Emotionalität sagt natürlich, ich hoffe, ich habe die Haltung klar gemacht, mit der wir das Thema verfolgen und hoffe, das scheitert jetzt nicht an dem Digitalen in dem Fall, dass das nicht rüberkam und auch die Beispiele, die wir schon genannt haben und was wir umsetzen. Gut. Gehen wir in den Bundesländern weiter. Machen wir es mitteldeutsch. Jetzt kommen wir zum Öffentlich-Rechtlichen. Anders finanziert, anders ausgestattet, möglicherweise andere Möglichkeiten. Das können wir erfahren. Also Georg Schmolz nochmal in unserer Runde. Herzlich willkommen, Leiter Barrierefreiheit MDR. Herr Schmolz, Leiter Barrierefreiheit MDR seit 2014. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie greifen zum Telefonhörer, Sie fahren rum, Sie sagen den Kollegen trimedial beim Online, Mensch, es ist überhaupt nicht lesefähig bei euch. Sie sagen den Nachrichten, mach mal ein bisschen mehr, Stichwort leichte Sprache oder Fernsehen, Audiodeskription. Nehmen Sie uns mal mit in Ihr Tätigkeitsfeld und wo Sie hinsteuern möchten. Ich würde eigentlich gerne Frau Holsten ein bisschen noch ergänzen. Erstens, behinderte Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Also ich bin ja noch ein bisschen älter, habe weiße Haare, um für Frau Michels ein bisschen auch zu beschreiben, hier Gesprächspartner. Ich kann mich durchaus erinnern, dass in den 70er Jahren, ja, behinderte Menschen, das ist so irgendwie am Rande der Gesellschaft. Natürlich, behinderte Menschen gehören zur Gesellschaft und es geht doch wie jeder andere Bundesbürger auch, haben auch behinderte Menschen nicht nur einen Anspruch darauf, sondern schlicht und einfach, es ist ein Menschenrecht. Also wir haben von der UN-Behindertenrechtskonvention gesprochen. Das ist letztendlich nichts anderes. Das ist mal der erste Punkt, da bin ich ganz bei Ihnen. Das Zweite, ich glaube, wir müssen ein bisschen auch über die Fallhöhe sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt wissen, dass 20% der Bundesbürger statistisch hörgeschädigt sind. Wir sprechen also von einer Größenordnung von hörgeschädigten Menschen, die zum Beispiel auf Untertitelung angewiesen ist. Die ist auch marktrelevant. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, bin jetzt gar nicht sicher, ob es Herr Leibiger war, ich glaube, es war Professor Kalisch von der DZB Lesen in Leipzig, der mir irgendwann gesagt hat, ich verstehe gar nicht, warum sich die Sender so schwer tun, Werbung auch mit Untertiteln anzubieten. Weil natürlich hörgeschädigte Menschen konsumieren auch Werbung und würden vielleicht auch gerne verstehen, was dort angepriesen wird. Das heißt, es ist auch für eine Senderedaktion, für ein Sendehaus, ob das jetzt die Kollegen sind aus München oder ob das jetzt mein Sender ist, das sind Menschen, die ja nicht nur den Anspruch haben, das gehört einfach dazu, sondern die auch ein Potenzial darstellen. Das heißt, wenn ich einen Service anbiete, der den Menschen das Programm zugänglich macht, erhöhe ich aus purem Eigennutz, wenn ich das so verstehen will, auch meine Reichweite beispielsweise. Insofern ist das nicht zu vernachlässigen. Ihre eigentliche Frage war, das können Sie jetzt weiterstrecken über... Bleiben wir aber ruhig bei dem Appellativen, bei dem erstmal diese Haltung herstellen. Dann fangen wir damit vielleicht mal an, wenn Sie im eigenen Haus unterwegs sind. Wenn Sie mal die Jahresscheiben sozusagen betrachten, wie groß, wie sehr hören die Jüngeren, die älteren Kolleginnen und Kollegen Ihnen im Haus an den verschiedenen Stellen zu und sagen, Georg, gut, dass du nochmal vorbeigekommen bist, gut, dass du uns nochmal aufmerksam gemacht hast, oder Georg, lass sein, wir haben das eh schon zu 100% auf dem Schirm. Also gehen wir mal überhaupt erstmal in so ein, Frau Holster hat gerade nochmal angesprochen, Sie jetzt auch nochmal, dieses Bewusstsein herstellen für etwas, eine Haltung erbitten oder einfordern. Wie ist es denn im Hause MDR intern?
Ich glaube, dann, Sie mal. Also wenn ich nochmal auf den Anfang der Veranstaltung zurückgreifen darf, wo ja sozusagen ein bisschen kritisiert wurde von Herrn Leibiger, dass die barrierefreie Zugänglichkeit der Veranstaltung so ein bisschen schwierig ist. Ich will das auch gar nicht kommentieren. Es ist aber ein sehr schönes Beispiel, weil im Alltag, und das war bei uns im Hause nicht einen Deut anders, als ich 2014 diese Aufgabe übernommen habe, dass die meisten Redakteure, Redakteurinnen, Planer, CVDs gesagt haben, boah, schon wieder dieses Thema, brauchen wir das? Ja, hatten wir doch erst vor 3 Wochen schon mal so ein Thema. Oder die Untertitelung, das bedeutet, die Dokumentation muss früher fertiggestellt werden. Oder bei der Audioskription. Audioskription ist sehr zeitaufwendig. Ist etwas, wenn man keine Live-Audioskription macht, sondern zum Beispiel eine Dokumentation mit Audioskription ausstatten möchte, braucht man in einem geschichteten Workflow, weil es ist ja nicht so, das kommt ein Projekt herein und man hat dann die Zeit, sich mit dem zu konzentriert zu beschäftigen, sondern es sind ja viele Audioskriptionen, die zeitgleich erstellt werden. Das heißt, man hat also ein geschichtetes Verfahren. Da brauchen Sie mindestens 1 Woche, 5 Arbeitstage. Mindestens für eine 60-minütige Dokumentation, weil die Audioskription verlangt zum Beispiel, das ist total wichtig, welcher Vogel zwitschert denn in dieser Dokumentation über die Vogelwelt in Mitteldeutschland? Das heißt, die Autorin, der Autor, der die Hörbeschreibung erstellt, ist auch viel damit beschäftigt, in die Recherche zu gehen und ganz genau zu gucken, was ist das für ein Vogel? Weil es natürlich fatal ist, wenn ich sage, das ist ein Fink und das war gar kein Fink, beispielsweise. Ja, so. Das heißt aber, dass das entsprechend früher angeliefert werden muss. Kollegen, also ich bin ziemlich sicher, dass das in anderen Sendeanstalten ganz ähnlich ist. Kollegen sagen erstmal, ja, da müssen wir die Verträge verändern. Müssen wir plötzlich Fristen einbauen für die Untertitelung, für die Audioskription. Das können wir alles gar nicht leisten. Sage ich, ja, wir erwarten in der Barrierefreiheit nicht, dass das jetzt geändert wird. Denn ich habe, und das spiegelt sich eigentlich sehr schön mit hier auch wieder, auch bei der Kollegin in München, Barrierefreiheit ist aus meiner Sicht etwas, was eine Entwicklungstätigkeit ist. Sie werden nie, das ist meine persönliche feste Überzeugung, Sie werden nie den Punkt erreichen, wo ich mich satt im Sessel zurücklehnen kann und sagen kann, jetzt ist alles gut. Das wird es nicht geben. Und zwar alleine schon deshalb nicht, weil sich sowohl die inhaltlichen Anforderungen ständig verändern, weil sich technische Produktionsläufe ständig verändern und weil auch die Wünsche, die Möglichkeiten, die man hat, sich ständig ergänzen. Ich darf vielleicht ein Beispiel nennen zum letzten Punkt. Früher war es gang und gäbe, wenn es im deutschen Fernsehen Gebärdensprache gab, dann hat man das bei Informationsformaten gemacht. Wir im Mitteldeutschen Rundfunk haben für uns beschlossen, ich kann noch nicht erwarten, dass ein gehörloser Mensch jetzt nur ein Nachrichten-Junkie ist. Das mag ich vielleicht sein, aber das muss doch die Person, die da zu Hause sitzt, die mag genauso das Interesse haben an einer Unterhaltungssendung, an einer Talkshow, an einer Dokumentation, an einem Fernsehfilm, an einem Märchen. Und deshalb haben wir zum Beispiel angefangen zu sagen, okay, lass uns die Genres einfach erweitern, mehr anzubieten. In der Audioskription ist das ganz ähnlich, wo es früher fast ausschließlich Fernsehfilme gab, fiktionale Formate in aller Freundschaft oder wie sie alle heißen, diese Fernsehserien. Da hatten in den Gesprächen, die wir mit den Behindertenverbänden jährlich führen, regelmäßig führen, sowohl im großen Kreis als auch im kleineren Kreis, kam ganz klar die Meldung, das ist schön, aber ich interessiere mich eigentlich für solche Filme überhaupt gar nicht. Ich möchte gerne Dokus sehen. Und da hat der MDR, der eine hohe Kompetenz in Dokumentationen hat, angefangen vor 5 Jahren auch sehr intensiv Dokumentationen mit Audioskription auszustatten. Das heißt, Sie müssen immer Überzeugungsarbeit, weil das war Ihre Frage, Sie müssen immer eine Überzeugungsarbeit leisten. Aber dadurch, dass wir eine Intendantin im Hause haben, die das Thema Barrierefreiheit sehr stark aus einer persönlichen Überzeugung, auch aus einer gesellschaftlichen Überzeugung heraus betrieben und vorangetrieben hat, hat sich da bei uns im Haus auch ein Bewusstseinswandel manifestiert. Mittlerweile ist es so, dass ich in Redaktionen gar nicht mehr anrufen muss, um das Bild aufzugreifen, sondern teilweise ist es so, dass eine Redaktionsleiterin zu mir kommt und sagt, übrigens, wir haben vor, in 8 Wochen digital und zwar web-exklusiv Videos zu publizieren. Wie können wir sicherstellen, dass die vom ersten Moment an untertitelt angeboten sind? Also es ist ein Weg, der beschritten werden muss. Dankenswerterweise hat eine Kollegin von Ihnen just heute und extra für diese Veranstaltung einen Menschen mit Sehbehinderung nochmal über die Angebote schauen lassen und der kam so zum Ergebnis, Frau Michels, also wenn ich beim MDR auf die Seiten gehe, so weit
soweit ganz okay, also auch mit Kontrasten, also er ist stark sehbehindert, aber er kann noch so Dinge erkennen, sozusagen soweit ganz okay. Bei der Mediathek bisschen schwierig, an gewisse Button ranzukommen, wo ich jetzt irgendwie einschalte. Das kann ja gefeedbackt werden. Und am spannendsten fand ich, und das würde ich jetzt mal gern wissen, Sie haben das gerade angesprochen, Herr Schmolz, ich mache eine Audiodeskription, Frau Michels, und sage, im Hintergrund zwitschert ein Vogel. Sagen Sie dann, danke für die Audiodeskription, oder sagen Sie, nö, ich möchte jetzt aber bitte ganz genau wissen, was ist die Sorte? Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, dieses Bild, was Sie gebracht haben. Welches Niveau wünschen Sie sich? Natürlich wünschen Sie sich, dass der Fink benannt wird, aber welchem Niveau sagen Sie jetzt, was haben wir heute, 28. September 2021, an dem Stand sind wir, ist okay soweit, besser als wenn gar nicht? Also nehmen Sie uns da mal mit. Nee, also von mir aus wünsche ich natürlich, dass der Vogel benannt wird. Man hört ja, die Dokumentation hat ja auch Musik oder Stimmen, das wird ja alles aufgenommen und zwischendurch kommt ja die Audiodeskription zum Erläutern. Und da bin ich froh, wenn da auch beschrieben wird, dass der Vogel, der jetzt gerade gesungen hat, ein Fink ist. Ich weiß, wie schwierig das ist, die Pausen zu nutzen, um da eine Beschreibung abzugeben, was man sieht. Damit habe ich mich schon mal beschäftigt. Das ist sehr aufwendig und man muss kurz und knapp, prägnant das beschreiben. Aber so auch beschreiben, dass das, wie schon mal gesagt wird, auch jeder versteht. Also einfache Sätze, klar, und nicht groß mit Fremdwörtern besetzen. Und ich glaube, dieses Thema Audiodeskription, also damit zu arbeiten und leichte Sprache, vielleicht das sind so die zwei Sachen, die noch relativ frisch auf dem Weg sind in der Entwicklung. Ich las es nämlich heute in dieser Beschreibung des MDR-Angebots, da sagte dann auch der Kollege, der das untersucht hat, Stichwort Audiodeskription. Sie haben ja gesagt, Sie gucken so gern Tatort, Frau Michels, und da sind Sie nicht ganz alleine. Also eine Audiodeskription zu machen, ruhige Hintergrundszene, der Mond steigt langsam auf und wird voll und gelb. Das ist ja soweit in Ordnung. Aber was mache ich sozusagen, wenn ich eine Dokumentation oder irgendeinen Bericht habe, wo es schnelle Schnitte gibt, wo ganz viele Bilder wechseln, wo ganz, ganz viel passiert? Also welches Niveau ist da im besten Fall überhaupt möglich in der Audiodeskription? Ich denke, das ist sehr schwierig. Und ich weiß auch von Filmen mit Audiodeskription, wo dann sehr, also der Schnitt, da kommt man kaum hinterher. Vielleicht jüngere Leute, die viel mehr diese Schnelligkeit mögen, aber ich habe da Probleme. Und da finde ich, wenn das eine Dokumentation ist, die uns was sagen soll, zum Beispiel, ich weiß aber nicht mehr, wo das lief, das kann ich nicht mehr sagen, das ist etliche Zeit her, da kam eine Dokumentation über unsere Meere. Ich wusste gar nicht, was wir für tolle Fische da drin sind und welche Probleme die auch haben. Und diese Dokumentation war ganz toll und die Audiodeskription fand ich auch sehr toll, weil mir da vieles beschrieben worden, wie es da in unseren Ozeanen aussieht. Und ich fand, haben auch andere sich angeschaut und angehört. Also nicht, dass jemand gesagt hat in der Familie, oh, das stört schon wieder die Audiodeskription. Manchmal stört die bei vielleicht Filmen wie Tatort, aber bei dieser Dokumentation waren alle der Meinung, auch die Sehenden, das war gut. Also sogar möglich, dass beide, alle beteiligten Parteien das gemeinsam konsumieren. Ich habe auch mal gehört, dass eine Fußballbericht ist was anderes in der Audiodeskription das zu machen, als so nach dem Motto, ja mach doch so, wie du es immer im Radio machst. Also dass da nochmal eine andere Herausforderung ist. Herr Schmolz, in ihr konkretes Arbeitsgebiet rein. Also wo ist der MDR gerade? Also an welchen Projekten, wo Sie einen Überblick haben, in Richtung Barrierefreiheit, sind Sie dran? Und anschließend, das ist nochmal wichtig für mich, weil Stefan Werner hat das vorhin so schön formuliert, es geht auch um die Menschen in den Medien. Stichwort an Frau Wissel, an Herrn Ribatsch, auch schon mal für den Hinterkopf. Was ist denn mit Experten eigener Sache, Menschen mit Beeinträchtigung, wie stark sind die bei euch denn verortet? Gibt es einen bewussten Weg? Aber erstmal, Herr Schmolz, nochmal dieses auszuführen, wo steht ihr gerade? Ich würde jetzt gerne zwei Dinge unmittelbar aufgreifen. Das eine, letzte Woche war Tag der Gehörlosen am Donnerstag. Und das ist eine echte Premiere. Also es ist nicht so, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt alles perfekt machen. Auch wir lernen noch dazu.
Es gibt ja immer einen Kommentar, nennt sich jetzt Meinung, in den Tagesthemen. Und das war das erste Mal, dass tatsächlich dort eine gehörlose Kollegin vom Bayerischen Rundfunk einen Kommentar abgegeben hat in Gebärdensprache, der für die hörenden Zuschauer mit Untertiteln unterlegt worden ist, um einfach die Inklusion sozusagen umzudrehen. Vielleicht auch ein Denkanstoß für hörende Menschen, manchmal darüber nachzudenken, ja, es ist schön, wenn es gesprochen wird, das Wort, aber es gibt Menschen, ich sagte vorhin schon, 20% der Bundesbürger sind höreingeschränkt, die auch darauf angewiesen sind. Das erstmal dazu. Und das Zweite, das ist, kann ich jetzt gerade an das, was Sie vorhin besprochen hatten mit Frau Michels. Wir haben letzte Woche einen Kinofilm mit Audioskription ausgestattet. Das ist eine Neuverfilmung von Goethes Faust. Ist in Sachsen-Anhalt und in Berlin gedreht worden. Hat leider den Weg ins Kino wegen Corona letztes Jahr nicht gefunden. MDR ist der Co-Produktionspartner. Und wir fanden, ein Stoff wie Goethes Faust ist jetzt nicht etwas, was wir täglich machen. Ja, das ist, MDR ist ein Programm, das versucht, alle Menschen zu erreichen. Dementsprechend ist das Angebot auch vielfältig. Aber das ist, war so ein Projekt, wo wir gesagt haben, erstens finde ich es total reizvoll für uns jetzt im Mitteldeutschen Rundfunk, wenn wir Projekte, die wir bisher noch nicht hatten in der Barrierefreiheit, einfach ausprobieren. Ob das die Märchen sind mit Gebärdensprache oder eben so einen Film, der extrem schwer ist, weil sie genau dort das Problem haben. Der ist sehr künstlerisch gestaltet, der hat sehr viel Musik, gerade am Anfang. Die Bilder werden verfremdet. Man müsste also in der Theorie für die blinden Zuschauerinnen und Zuschauer diese Verfremdung beschreiben. Ich kollidiere aber in meiner Bildbeschreibung mit der Musik, die auch sehr akzentuiert ist, und dann wird noch gesprochen. Das heißt, sie müssen sich dann tatsächlich entscheiden, was hat hier die Priorität? Und das Ausgangsprodukt hat einfach die Priorität, weil das ist das Produkt, das sich jemand ausgedacht hat. Und das möchte ich vermitteln. Ich kann also nicht immer alles beschreiben. Ich muss, ob der Fink, das Beispiel von vorhin, ob der für diesen Film wirklich wichtig ist. Wenn er nicht wichtig ist und ich habe nicht den Platz dafür, ihn zu beschreiben, dann lasse ich ihn weg. Weil ich natürlich nur das beschreibe, beim Tatort ist es noch viel wichtiger, ob der Hammer, der da in der Werkstatt an der Wand hing, später im Film eine Rolle bekommt, weil damit vielleicht jemanden auf den Kopf geschlagen worden ist, dann werde ich den vielleicht unter Umständen beschreiben, aber ansonsten lasse ich das weg. So. Wir stehen, ich will es jetzt auch gar nicht so weit nach vorne stellen, aber wir stehen insgesamt in der ARD, also die ARD an sich, das erste deutsche Programm steht gut da, aber auch die Landesrundfunkanstalten stehen sehr gut da. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat es über die letzten Jahre geschafft, seine Untertitelung auf über 90% des Programms auszubauen. Das ist ein sehr hoher Wert. Es gibt keine Landesrundfunkanstalt, die so einen vergleichbaren Wert erreicht. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir sehr, und das ist dann die Frage der Digitalisierung, die Sie vorhin ja schon mal angesprochen hatten, die digitale Welt bringt zusätzliche Herausforderungen, gleichzeitig aber auch technische Lösungen, die uns helfen werden, mehr noch barrierefrei auszustatten. Kann man sicherlich gerne auch nochmal drüber sprechen. Bei der Audioskription bieten wir im Durchschnitt täglich 5 Stunden Hörfilme an. Das heißt, Sie können in diesen 24 Stunden eines Tages, werden Sie immer einen Film finden, mindestens einen finden, der mit Audioskription ausgestattet ist. Und wir haben bei der Gebärdensprache uns auch sehr stark verbessert. Wir waren bis vor 5 Jahren relativ schlecht aufgestellt. Kann da auch nochmal anführen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht klug ist, mal nach dem Motto, gucken wir mal, wie es sich entwickelt, sondern wir haben die Erfahrung gemacht, sinnvoll ist, sich einen Plan zu machen. Es mag zum Beispiel jetzt bei der barrierefreien Ausstattung der digitalen Angebote im Netz, die ja alle auch eigentlich vermittelt werden müssten, barrierefrei, können wir nicht von heute auf jetzt gleich auf morgen alles untertiteln. Das ist vollkommen unmöglich, da sind die Quantitäten viel zu groß, es sind viel zu viele web-exklusive Videos. Aber wir haben, es hat der Gesetzgeber auch eingeräumt, bis 2024 Zeit in Scheiben, in Jahresringen, das zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das Ziel, man muss sich ein Ziel vornehmen und dann eben die Etappen beschreiben. Und 2024 müssen Sie dann bei 100% sein oder was ist die Vorgabe? Also die Frage geht vielleicht an Frau Holzen dann auch mal mit, weil das ist wirklich jetzt sehr, sehr interessant zu sagen. Also alle geben sich ja, haben wir glaubwürdig vermittelt bekommen, finde ich, alle geben sich Mühe, haben das Thema auf dem Schirm. Wann ist denn Erfolg zu vermelden? Also
so nach dem Motto, wir würden ja gerne, es gibt auch Schwierigkeiten, das haben wir alles auch verstanden, es kostet Geld, es dauert Zeit. So, Frau Holzen, trotzdem, was soll Ziel sein? 100% Barrierefreiheit sehen, hören, verstehen, bedienen. Das Ziel ist, dass die Barrierefreiheit selbstverständlich wird. Und ich würde das nicht an einer Quote festmachen, weil es immer wieder auch zum Beispiel Produktionen gibt aus dem Ausland, wo die Rechte nicht beinhalten, dass man es überhaupt untertiteln oder audiodeskribieren darf und so. Deswegen, die Juristin in mir sagt, da halte ich mich lieber zurück. Ich dachte ehrlich gesagt im Hinblick auf die öffentlich-rechtlichen Sender, dass die Rundfunkfinanzierung bei der vorletzten Beitragserhöhung das daran gekoppelt hat, dass voll untertitelt wird. Aber nun komme ich sozusagen von der anderen Seite der Medaille. Aber vielleicht, um Ihr Beispiel aufzugreifen mit der Dame, die in Gebärdensprache den Kommentar gesprochen hat. Diese Dame war die erste Volontärin beim Bayerischen Rundfunk, die Gebärdendolmetschung brauchte. Das muss man sich mal vorstellen, im Jahre 2021 die allererste. Und ich habe mir sagen lassen, wissen Sie, was das größte Problem war? Dass ja die KollegInnen in der Redaktion Gebärdensprache lernen mussten, damit sie sich eben verständigen können. Und wenn man mal so ganz tief in sich reinspürt, ne, die Hanseatin wird nochmal emotional, dann muss man doch auch sagen, ist ja kein Problem, oder? Dann wird es halt gelernt. In der Redaktion. Dann wird es halt gelernt in der Redaktion, genau. Denn Teilhabe geht doch so, keiner bleibt außen vor. Und ich weiß noch sehr genau, dass als ich die erste Sequenz gesehen habe in einer, natürlich im Privatrundfunk, in einer Castingshow, wo eine Tänzerin, glaube ich, eine Gebärdendolmetscherin brauchte. Und ich sah in der Primetime Gebärdendolmetschung eine Kandidatin, die Musik quasi nur spüren konnte. So, es gibt wirklich niemanden, den so etwas nicht berührt, der nicht sagt, endlich sind wir da. Es geht voran. Und niemand in dem Moment denkt in Prozentsätzen und sagt, das möchte ich jetzt zu 100% oder so, sondern ich möchte, dass das selbstverständlich ist, dass es KandidatInnen gibt, die eine Beeinträchtigung haben und welche, die keine haben. Also, dass es eben normal ist. So sind wir, bunt und vielfältig. Das war ja das Petitum vorhin von Stefan Werner, der nochmal gesagt hat, auch die Menschen in den Medien vorkommen zu lassen. Das ist ja in der sofort, Frau Wissel, das ist ja eine Diskussion, die wir heute haben. Ein toller, wichtiger Mehrwert nochmal. Wir sprechen ja heute über Barrierefreiheit in den Medienzugang, aber in dem Moment, wo wir das auch sichtbar machen, was eben stattfinden kann, schafft das ja möglicherweise auch, erhöht das Bereitschaft, Akzeptanz. Da ist mir aufgefallen, und jetzt komme ich direkt zu Ihnen, Frau Wissel, und Sie sagen aber dann, was Sie auch sagen wollten. Mir ist aufgefallen bei, es war leider auch wieder die andere Sendergruppe, glaube ich, bei dieser Tanzsendung, da war ja einmal ein Gehörloser, glaube ich, dabei, ne, in der vorletzten Irgendwas-Staffel, wo dann alle auch bereit waren, mal so zu klatschen, wie Gehörlose klatschen und so weiter. Und da habe ich noch gedacht, also manchmal schafft das ja mehr gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz, wenn das in einem solchen Format stattfindet, ne, als wenn bei Titel, Thesen, Temperamente um 23.24 Uhr ja, jemand mit einer exotischen Beeinträchtigung etwas veranstaltet. Aber da, ne, in der Hauptsendezeit, sagt das stattfinden lassen. Sowas beobachten Sie auch, Frau Wissel, ne? Dann in diesen Formaten. Auf alle Fälle, ja, also kann ich das anschließen, was Frau Holzen gesagt hat, aber auch das, was Sie jetzt gesagt haben, auch wenn das ein Beispiel erstmal aus der anderen Sendergruppe war, kann ich für unsere Sendergruppe jetzt einfach mal ein Beispiel aus 2021 machen, dass wir bei Germany's Next Topmodel eins unserer Highlight-Primetime-Formate eine gehörlose Kandidatin hatten, die dann auch mit ihrer Gebärdensprachdolmetscherin in der jeweiligen Sendung dann eben auch zu sehen war. Und wir haben auch unheimlich gemerkt, ich meine, das ist natürlich, breitet sich das da dann auch über Social Media einfach noch mehr aus, was das für eine Akzeptanz und eine Gemeinschaft irgendwie dann auch geschaffen hat für dieses Thema und diese Bedeutung. Oder dass dann so einzelne, ja, das mit dem Klatschen oder dass das einfach gelernt wird und das mitgemacht wird. Und das hat man dann in der Sendung gesehen und das
finde ich irgendwie dann wirklich toll. Und wie Sie sagen, ja genau das bringt das tatsächlich dann eben bei uns jetzt natürlich dann auch in der Zielgruppe jungen Menschen irgendwie nahe. Oder auch, schönes Beispiel irgendwie, mit der Gebärdensprache, die wir pilotiert haben, dass es direkt im Sendesignal zu sehen war. Und das war ja das Interview mit der Kanzlerkandidatin, das dann danach so eine Diskussion ausgelöst hat, wie denn eigentlich die Gebärde für Annalena Baerbock ist. Das fand ich auch irgendwie toll, dass das dann natürlich ausgelöst hat, indem es in den Medien zu sehen war und dann als Folge. Haben Sie die zufällig gerade dabei? Das würde mich jetzt total interessieren, ich glaube. Oder hat es einer drauf, die Gebärde für Baerbock? Weil Merkel könnten wir... Leider alle, nicht. Bei mir beschränkt sich es noch auf Danke und das Klatschen. Also, ja. Aber ich näher mich dem. Ich glaube, ja. Bei der Diskussion ging es eher um die Frage, ob man sozusagen mit der Gebärde für Trampolin beginnt, weil sie ja Trampolin gesprungen okay. hat. Und, oder ob man sozusagen bei dem Namen Bär und Bock die Gebärden nimmt. Das war eher die Diskussion, die sich dann über Social Media entspannt hat. Ja, also auch toller Lerneffekt an der Stelle nochmal. Die Entwicklungen, Herr Schmolz, sind Sie Einzelkämpfer? Sind Sie im Team? Wie spielen Sie das ein? Oder wie bringt man sich auf dieses, was ist State of the Art? Also was ist einfach alles gerade möglich? Frau Wissel, Sie sind da ja auch mitverantwortlich, Chefredakteur OTZ sowieso. Herr Schmolz, also wie bleiben Sie an den Themen dran, zu sagen, das sind neue Möglichkeiten, das ist neu auf dem Markt? Gibt es dann Austausch in den öffentlich-rechtlichen Sendegruppen? Gibt es eine Messe? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Also eine Messe in der Form gibt es für barrierefreie Technologien, weil also man muss einfach sagen, Barrierefreiheit wird einfach im Fernsehen, auch im Netz, immer technikbasiert stattfinden. Das lässt sich gar nicht vermeiden, ob das der Screenreader ist oder ob das eben eine App ist, mit der ich eine Audioskription im Fernsehen verfolgen kann. Wir machen das auf mehreren Ebenen. Wir haben zum einen wir haben einmal im Jahr ein Spitzentreffen, das hat gerade letzte Woche stattgefunden, mit den Behindertenverbänden aus dem Sendegebiet, an dem auch die jeweiligen Beauftragten der drei Bundesländer beteiligt sind. Wir haben dann mit den individuellen Behindertenverbänden regelmäßig Austausche, wo wir uns zusammensetzen, und wir pflegen mit einzelnen Vertretern, das sind dann sogenannte Fachexperten, wie zum Beispiel die Audioskription für Goethes Faust haben wir mit zwei blinden Fachberaterinnen erarbeitet, weil es eben eine echte Herausforderung ist. Wir versuchen bei neuen Herausforderungen immer auch jemanden aus, bitte um Verzeihung, wenn ich den Begriff Zielgruppe, Nutzergruppe verwende, einfach weil wir, also ich bin zwar Brillenträger, aber ich bin nicht blind, ich kann relativ gut hören. Ich kann auch Texte relativ gut lesen. Das heißt, ich kann ja gar nicht beurteilen, wo liegen denn die Stolperschwellen im Detail. Ich kann vielleicht allenfalls noch beschreiben, dass ich mich, wobei ich jetzt gar nicht Sie meine, in den Zeitungen manchmal ärgere, wenn die Farbgebung der Grafiken für jemanden, der Farbschwäche hat, so wie ich, das ist die Katastrophe, ja, weil ich die Rot, Grün und Braun, das kann ich nicht unterscheiden. Das ist, sage ich immer, warum muss man das denn mit Farbe machen? Kann man es nicht anders machen? Das ist aber meine einzige Hürde. Das bedeutet, ich brauche ja diese Fachexpertise. Deshalb versuchen wir, die gehörlosen Menschen, die blinden Menschen, die kognitiv eingeschränkten Menschen oder eben auch diese funktionalen Analphabeten. Frau Michel hatte das eingangs ja, das ist eine sehr große Gruppe, die es da in der Bundesrepublik gibt, die schlecht lesen können. Versuchen wir, bei den Sachen einzubinden und regelmäßig in einer Art Qualitätsmanagement auch die Angebote zu adaptieren. Wir tauschen uns innerhalb der ARD auch aus, auch mit den Kollegen vom ZDF. Oder es gibt auch ein Treffen zwischen ORF, dem Schweizer Fernsehen, dem belgischen deutschen Rundfunk und den deutschsprachigen Sendern, wo dann natürlich sich die Organisatoren, wir haben auch mal so eine Konferenz ausgerichtet, wo man versucht, auf dem Markt zu schauen, was gibt es denn? Wir haben zum Beispiel uns damals das Thema ausgewählt, haben Avatare in der Gebärdensprache, also künstliche Intelligenz, kann das ein Mittel sein, um die sehr aufwendige Produktionsweise, weil wir halt, ohne das jetzt negativ zu meinen, ich bin schon bei Ihnen, dass so eine Sendung, eine Show, wenn dort jemand auftritt, das schafft viel mehr Emotionalität, bin ich vollkommen dabei. Nur den Menschen, die gehörlos sind, ist es natürlich ganz wichtig, dass sie eben auch die Angebote im Programm haben, in der Vielfalt nach Möglichkeit, die Hörende auch erreichen können. Und deshalb ist es dann für uns wichtig, das auch entsprechend so evaluieren zu lassen.
Auch Herr Ribertsch, das war meine Frage. Mir fällt gerade ein, also das ist wirklich interessant, wie wir uns jetzt unterhalten. Man dreht ja seine eigenen Gedankenschleifen. Eigentlich bräuchten wir heute ja auch einen Untertitler dabei, sozusagen, der unser Gespräch gleichzeitig in leichte Sprache nochmal direkt transferiert. Das wäre ja sozusagen die nächste Barriere, die wir ja hier liefern, obwohl wir uns ja sehr verständlich, wie ich finde, ausdrücken, aber bestimmt ganz nicht in leichter Sprache. Herr Ribertsch, also wo holt ihr euch die Entwicklungen her? Das, was wir vorhin ja schon mal alle zusammen festgestellt haben, einfach mit den Betroffenen direkt reden, sie zu Wort kommen zu lassen. Und das ist einfach für uns auch der lokale Alltag in der Berichterstattung. Beispielsweise eine Reportageform, dass man sagt, man fragt nicht theoretisch einen Rollifahrer, wo die Probleme sind, sondern geht mit dem durch die Stadt. Denn nicht der Rollifahrer ist das Problem, sondern die Treppe. Ja, und der Zugang zum Rathaus, und da muss man ansetzen, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, aber viele Menschen ohne Einschränkung können oft gar nicht nachvollziehen, was es bedeutet, eine bestimmte Einschränkung zu haben. Und das erfahren wir nur, wenn wir direkt mit den Betroffenen reden, sie zu Wort kommen zu lassen. Das ist unser lokaler Alltag in allen unseren Ausgaben. Und das gehört auch mit zu unserer Rolle sozusagen als Vermittler, als Übersetzer, um der Gesellschaft, wir haben ja eben festgestellt, dass alle Menschen, ob mit Behinderung oder ohne Behinderung, zur Gesellschaft gehören, dass man sich da auch verständigt. Und das ist nicht nur über die Leichtigkeit der Sprache, sondern indem man auch einfach mal vermittelt, wo liegen denn die Probleme, und dann eben zeigt, die Treppe abbildet, die einen daran hindert, ins Rathaus zu kommen, wenn man im Rollstuhl sitzt. Wenn das mit dem Untertiteln klappt, muss man ganz deutlich sprechen über tlm.de auf YouTube, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal Werbung zu machen für den Verein von Frau Michels, www.bit-ev.de. Die Experten, die genau das gemeinsam machen, aus allen Bereichen, in eigener Sache, wir schauen uns das an. Frau Wissel, auch an Sie die schnelle Frage nochmal, also die weiteren Entwicklungen. Sie sprechen mit den Kollegen von der RTL-Gruppe, oder wie seid ihr aufgefangen? Wie einzelkämpferisch sind Sie unterwegs? Wo ist das bei Ihnen verortet? Verortet ist das Thema bei uns zum einen, also wir aus der Nachhaltigkeitsabteilung setzen Ziele und geben Ziele vor und sagen, wo wir uns hinentwickeln wollen. Wir haben aber eine eigene Abteilung innerhalb des Programmeinkaufs, die das Thema Barrierefreiheit verantwortet und auch maßgeblich eben dann vorantreibt und die auch diese Ziele haben, eben immer weiter die Untertitelung zu steigern, die mit Gebärdensprache und mit der Audiodeskription begonnen haben, also eine eigene Abteilung. Und natürlich dann extern eben Austausch mit betroffenen Verbänden. Es gibt den runden Tisch Barrierefreiheit innerhalb der Inklusionstage, der jetzt leider durch Covid-19 bedingt ausgefallen ist. Und ich glaube, auch in diesem Jahr leider nicht stattfindet. Aber ich finde, da sollte es wieder Austausch dann auch geben in dieser Runde, wo eben dann auch die Öffentlich-Rechtlichen, die privaten Medienhäuser, Vertreter aus den betroffenen Verbänden, aus der Politik zusammenkommen und sich zu dem Thema austauschen. Wir hatten dieses Stichwort vorhin, ich würde diese Schleife gerne noch mal machen, das Bewusstsein auch stärken, die Sensibilität für das Thema stärken, schafft man ganz gut, wenn man die Kolleginnen und Kollegen, Experten eigener Sache, am besten auch noch im eigenen Haus hat als Kolleginnen und Kollegen. Frau Holzen, Sie haben das angesprochen, ein Volontär in Bayern mit Gebärden. Wie ist das, gibt es eine Übersicht? Muss eine Übersicht geben, wie es in Ihren Häusern ist. Fangen wir mal an, Frau Wissel. Wie ist das, die Thematik, also Menschen mit Beeinträchtigung im Hause ProSieben? Ich kann natürlich jetzt keine Zahlen einfach so rausgeben. Das dürfen wir tatsächlich aus Personalgründen einfach nicht. Aber natürlich werden Personen, Menschen mit Behinderung eingebunden in die Prozesse. Es gibt auch Schulungen, die dann eben jemand auch vornimmt, der sich genau für diesen Bereich dann auskennt und dann die Abteilungen schulen kann. Aber auch schon im Team, genau. Aber jetzt so in der Kollegenschaft, also an Schaltstellen, in der Moderation, sonst wo, ist mir jetzt nicht bewusst, aber korrigieren Sie mich. Wie meinen Sie, wo, dass man jemanden sehen kann tatsächlich? Bitte? Wie sagen Sie, also formulieren Sie es nochmal, dass Sie jemanden sehen in den Formaten, oder wo meinen Sie? In den Formaten haben wir dort Menschen mit Beeinträchtigung, oder eben, dass sie auch in den Abteilungen, wo dort einfach Journalistinnen und Journalisten mit einer Beeinträchtigung
Ob es da sozusagen einen Überblick gibt? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen leider die Zahl dazu einfach nicht rausgeben. Ich kann das nicht beantworten. So. Ja, ja, ja. Weil mir aufgefallen ist, wir schwenken das vielleicht mal rüber auch zum MDR. Danke, Frau Wissel. Ich habe letztens gelesen, große Freude, ich glaube, ein junger Mann mit Trisomie eben bei der BBC, der dort jetzt eine Kindersendung moderiert. So, erfreulich, immer noch exotisch im Sinne von also nicht alltäglich, erfreulich, wurde auch gefeiert, ist dann die Frage, wie selbstverständlich das dann irgendwann ist. Haben Sie, Herr Schmolz, einen Überblick, wie es im Hause MDR ist, Menschen mit Beeinträchtigungen? Sender, da kann ich jetzt einfach sagen, das wird in München nicht anders sein, gibt es natürlich eine gesetzliche Vorschrift, dass eine bestimmte Anzahl der... Aus dem man sich rauskaufen kann. Ja, ja. Aber das ist, ein Experte bleibt ein Experte. Ja. Also es gibt natürlich im Mitteldeutschen Rundfunk auch Menschen mit Behinderung, die dort arbeiten. Im journalistischen Geschäft ist die Zahl sicherlich jetzt nicht Legion, also das sind nicht ganz viele hundert, aber die gibt es. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es noch mehr würden. Aber das ist auch da, ich glaube, für mich, was ich im Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, also mit dem unmittelbaren Kollegenkreis der Barrierefreiheit, für mich ist es eine Salami, ja, wenn Sie so wollen. Ich weiß, dass ich in der Barrierefreiheit nicht immer ein ganz großes Stück abschneiden kann, aber ich kann viele kleine Scheibchen abschneiden. Das heißt, am Ende des Tages, wenn ich einfach mich bemühe und auch wenn die Scheiben vielleicht dünn sind, komme ich trotzdem voran. Ich brauche einfach Geduld, also auch als jemand, der es umsetzen möchte. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Menschen mit Behinderung auch bei uns in der Barrierefreiheit tätig sein könnten. Wir hatten, nun sind wir, das muss man dazu wissen, wir machen viel, wir sind aber ganz wenige, sondern nicht mal eine Handvoll, wenn man so will. Da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Wir haben regelmäßig zum Beispiel Praktikanten mit Behinderung, die wir bei uns eingebaut haben, die bei uns mitgewirkt haben. Wir haben für das nächste Jahr eigentlich vor, uns nach Möglichkeit gemeinsam mit einem einschlägigen Verband eine Praktikantin mit kognitiver Einschränkung, weil wir bieten Nachrichten in leichter Sprache und wir glauben, dass es für uns, also wir würden selbst sehr gewinnen. Es gibt natürlich gewisse Schwierigkeiten, über die man sich einfach bewusst sein muss. Es ist nicht jemand, der 8 Stunden arbeiten kann mit kognitiver Einschränkung. Das mag mal gehen, aber mal eben auch nicht. Es kann auch mal sein, dass der morgens nicht kommt. Also, und man braucht eine Betreuung, man braucht einen Arbeitsplatz, wo die Person, und das ist in Großraumbüros, wie sie bei uns existieren, einfach ein bisschen schwieriger, muss also ein bisschen im Vorfeld sich was überlegen. Aber wir möchten diesen Schritt gerne gehen. Wir haben das im Haus auch schon weitestgehend besprochen. Was es gibt, allerdings auch erst seit 5, 6, 7 Jahren, sind eine steigende Zahl von Schauspielern mit Behinderung. Also zum Beispiel bei In aller Freundschaft gibt es einen Arzt mit Behinderung. Das finde ich persönlich, finde ich gut. Schön wäre, wenn es zum Beispiel auch Expertinnen oder Experten in einem Interview gäbe, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder die vielleicht eine andere Einschränkung haben, weil es ist ja keine Frage der Fachkompetenz. Behinderung hat ja mit Fachkompetenz nichts zu tun. Okay. Ja. Und das Schöne ist, das kann man ja nochmal sagen, wer es nicht weiß, also Arbeitsplätze, Verbesserung im Arbeitsplatz oder Assistenz, das wird gefördert. Dafür gibt es Geld von den Integrationsämtern, egal in welchem Rechtsbereich. Frau Holzen, Sie haben sich das Mikrofon geschnappt. Ja, ich würde Sie so gerne ermutigen und ein bisschen empowern, da noch ein bisschen die Bedenken vielleicht über Bord zu werfen und noch mutiger an diesen Prozess zu gehen. Ein Beispiel sei mir erlaubt. In einem früheren Leben war ich Richterin viele Jahre und eine der wirklich besten Gerichtsreporterinnen hatte nicht 2, sondern 1 Arm. Und jeder, der das jetzt hört, ahnt gerade, worauf ich hinaus will. Sie haben das in den Gerichtsreportagen natürlich nicht gelesen. Es ist ganz egal, ob 1 oder 2 Arme. Das hätte auch sozusagen die Beine betreffen können. Es war nur sozusagen ein Angang, diese Stelle zu bekommen und diese herausgehobene Position und dafür zu sorgen, dass die berühmte Rampe, Gerichte sind ja häufig sozusagen unter Denkmalschutz und haben nicht von vornherein die guten Zugänge, dass die immer gebaut worden ist.
Und wenn ich darf, würde ich gerne noch ein, zwei andere Sachen sagen, weil ich nach dieser Diskussion oder in dieser Diskussion wirklich den Eindruck gewinne, es hat auch was mit Ängsten und Tabuisierung zu tun, das Thema Barrierefreiheit anzugehen. Also ich habe zum Beispiel gehört, wir sind mit ExpertInnen im Kontakt, die uns zeigen, wie das geht und so weiter. Und ich möchte nochmal dafür werben, dass viele Dinge wirklich viel einfacher sind als gedacht. Ich habe ja vorhin von der Zaba-Webseite erzählt. Die ist wirklich zu 100% Bit 2.0 konform. Und ich habe ganz viel gelernt. Beispielsweise haben Sie vielleicht auf den Slides erkennen können, dass die Seite in blau-weiß gehalten ist, weil das eben am kontrastreichsten ist. Das heißt, das Logo von heute, Barrierefreiheit in den Medien, ist sehr schön kontrastreich. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ehrlich gesagt, ne, das ist vollständig wurscht, wenn man jetzt alle Webseiten in kontrastreichen Farben gestaltet. Das macht nichts. Also ich meine, gut, ich komme aus dem hohen Norden, da ist es manchmal auch grau und Grautöne sind auch ganz schön, wie wir seit Loriot wissen. Aber das ist kein Verzicht, wenn man darauf in den Websites verzichtet. Oder ein anderes Beispiel, was 0 Euro kostet, ist, wenn Sie bei einer Verlinkung nicht hier schreiben und da dann ist der Link, das findet der Screenreader blöd, sondern wenn Sie das Wort ausschreiben, was Sie da finden. Und das sind die Dinge, von denen ich meine, das spielt sich nur im Kopf und in der Haltung ab. Das kostet keinen Cent. Ich muss niemanden anrufen und fragen. Und ich kann einfach in kleinen Schritten jeden Tag was machen. Und ich muss nicht diese Sorgen haben, da frage ich jetzt erst noch mal jemand, der, also ich meine, ich weiß, dass das in Deutschland nicht trainiert ist, ne? Aber wir dürfen auch Fehler machen auf dem Weg. Das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, wir gehen voran. Der Appell ist nochmal angekommen, es auszuprobieren, es zu erweitern. Herr Riebertsch, zum Ende unserer Sendung hin, wir hatten ja dieses auch nochmal diesen Bereich kognitiv. Sie haben ja ganz am, das war Ihr Aufschlag, zu sagen, Freunde, fangt erstmal an, so zu sprechen, dass möglichst viele Menschen mitkommen können. So eine OTZ-Ausgabe, mal einmal eine komplette, in Partnerschaft mit Experten, Büro für leichte Sprache, mal eine Ausgabe nur in leichter Sprache, das wäre mal ein Experiment. Fällt mir jetzt gerade so ein, ne? Dass man, also das, was für ein Hingucker wäre das und was für ein Ausprobieren und spannender Prozess? Für Lesende und für Machende. Ja, der Grundansatz ist ja vorhanden. Das Problem ist nur, dass wir ja mittlerweile immer wieder neue Begriffe in die Sprache übernehmen, die man sich auch einfach aneignen muss. Also das Wort Handy beispielsweise ist kein deutsches, es wird auch weltweit nicht verwendet. Das gibt es auch nur in Deutschland oder in Österreich vielleicht auch noch. Aber es wäre nur töricht, an der Stelle ein anderes Wort dafür zu erfinden, weil man denkt, das ist leichter. Da muss man schon auch genau aufpassen, was man für eine Information transportieren will. Ganz offen gestanden, glaube ich schon, dass wir das sehr gut machen, aber wir machen natürlich auch Fehler, dass wir sind auch Menschen, ob mit Behinderung oder ohne. Und deswegen sagte ich ja, ich bin sehr dankbar, dass die Landesmedienanstalt mich hier eingeladen hat, weil ich auch sehr viele Anregungen und Informationen hier aus der Runde mitnehme. Und das brauchen wir einfach und wir brauchen diesen Dialog und den führen wir ja auch. Und der wird in Thüringen ja auch geführt. Das ist ja nicht die einzige Veranstaltung dieser Art. Ich glaube, dass wir da auch vielleicht weiter sind als in anderen Bundesländern. Also man kann immer alles verbessern, aber es ist auch nicht alles schlecht. Also das Glas ist öfter halb voll, als es halb leer ist. Frau Michels, was haben wir heute, 28. September 2021? Wenn Sie sich was wünschen dürften, als auch Expertin eigener Sache, und Herr Leibiger nehmen wir, den habe ich auch noch im Blick, sitzt ja noch im Publikum, unser Landesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung. Was müsste erfunden werden? Was wünschen Sie sich? Was möchten Sie gerne noch erleben im Sinne von Barrierefreiheit bei den Medien? Mein größter Wunsch wäre, dass das barrierefrei nicht mehr eine Abteilung ist oder Menschen, die sich dafür stark machen, sondern dass das verwirklicht wird, wie das schon angerissen wird, dass das selbstverständlich ist und überhaupt nicht mehr vorkommt. Aber mir ist auch bewusst, dass immer wieder Barrieren auftreten werden durch neue Technik, durch neue gesellschaftliche Veränderungen, was ich nutzen möchte, auch an Medien. Und das wird sich vieles verändern. Und da sind viele Menschen, die mit beeinträchtigten Behinderungen sind, ältere Menschen, die kommen kaum noch hinterher. Aber
dass da die Barrieren, die Hürden, dass die weg sind und nicht immer steht, wir machen es barrierefrei. Frau Michels, wir sind gut, das kennen wir, das machen wir. Aber ich möchte da eigentlich, und das ist mein größter Wunsch, dass das weg ist, das Wort barrierefrei, dass das einfach zugänglich nutzbar ist, obwohl mir eben bewusst ist, dass ich mit meiner Behinderung immer mal Probleme haben werde. Auch bei den Filmen von Faust ist mir das klar, weil ich mit bis 30 sehen konnte, dass visuelle Filme, die visuell aufgebaut sind, um den Inhalt rüberzubringen, dass das für uns sehr schwierig sein wird, dies zu verstehen oder mit Erläuterungen zu untersetzen. Ist der größte Wunsch, also auch an alle Sie, da was zu machen. Und mir ist eben auch, wie schon gesagt, bewusst, dass da noch viel passieren muss. Danke, Frau Michels. Und das Schöne ist, der Moderator hatte jetzt gedacht, Sie haben es gemerkt, jetzt kommt irgendein Gerät und Sie haben an das angeschlossen, was Frau Holst im letzten auch gesagt hat. Freunde, lasst uns gemeinsam anfangen mit der Haltung und dass wir am besten das Wort barrierefrei gar nicht mehr brauchen. Ich finde, wenn das in Ihrem Interesse ist, ist das ein schönes Schlusswort für diese Runde. Ich bedanke mich bei allen, die hier so engagiert mitgemacht haben und schaue noch einmal Brigitte an, der bei uns Frank heißt. Denn wir haben ja Frank statt Brigitte, denn wir sind ja nicht bei Plassberg. Das hatten wir ja. Gibt noch Anmerkungen aus dem Chat? Es gibt ein paar Anmerkungen, die an die ganze Runde vielleicht zu stellen sind, aber natürlich auch das, was diskutiert wurde, auch hier wieder spiegelt. Das, was Frau Holzen schon sagte mit dem Beispiel der Datenschutzerklärung, diese leichte Sprache, die es dann ja auch uns Normalen leichter macht, vielleicht das komplizierte Gesetzeswerk zu verstehen, gibt es hier den Vorschlag, doch in der Diskussionsrunde, aber vielleicht auch weiterhin, das weiterzutragen, die leichte Sprache nicht nur für die Zielgruppe zu entwickeln, sondern für uns alle. Auch der Otto-Normalverbraucher hätte wahrscheinlich Vorteile davon, wenn komplizierte Dinge, das ist jetzt auch mit dem kleinen Sidekick zur ODZ vielleicht verbunden, wenn die ODZ in leichter Sprache erscheint, können vielleicht komplizierte Sachverhalte auch von normalen Menschen besser verstanden werden. Also das war in der Diskussion, das hier auch schon diskutiert wurde. Eine andere, das hat Frau Michels jetzt auch nochmal gestriffen, was macht die KI? Kann die KI sich so weit entwickeln, dass es eben genau diese Wunschvorstellung von Frau Michels erfüllt, dass man nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen muss, um den Wunsch zu sagen, ich schalte irgendwo ein und bin dabei. Und da kommt das, was Frau Wissel vorhin ganz am Anfang sagte, man hat noch eine App entwickelt, der Ausspielkanal reichte nicht, wir müssen andere technische Möglichkeiten finden, um eben Menschen mit Beeinträchtigungen zu beteiligen. Da war die Frage, vielleicht nochmal auch an die Runde, wie sieht denn der ideale Ausspielkanal aus? Oder braucht es ganz spezielle Angebote für spezielle Beeinträchtigungen? Also ist der Weg, alles offen zu machen, vielleicht auch ein Weg, der in die Sackgasse führen kann? Und muss man sagen, wir brauchen spezielle Angebote für spezielle Beeinträchtigungen. Das würde ich nochmal mitgeben. Und zum Schluss, Herr Werner hat es vorhin schon mal gesagt, es ist normal, verschieden zu sein. Die Kreta-App wurde besprochen und das wurde jetzt nochmal ausführlich am Ende ja diskutiert, war nochmal ein Hinweis. Würde das Ganze einfach schneller gehen, und Frau Holzen hat es ja auch nochmal betont, wenn es einfach mehr Menschen gibt, die in der Gesellschaft, aber auch in der Politik mit ihren Beeinträchtigungen wahrnehmbar sichtbar sind. Und so wie wir es vorhin zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk hatten, plötzlich muss die Redaktion Gebärdensprache lernen, nur weil ein Mensch dabei ist, der so kommuniziert. Und nicht um Eigenlob zu machen, aber auch die Landesmedienanstalt hat zur Bundesgartenschau 2007 hier in Gera einen Gebärdendolmetscherkurs aufgelegt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir dann auch für Menschen, die nicht anders teilnehmen können, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versucht haben, Gebärdensprache zu erlernen und mit denen zu kommunizieren. Und daraus resultiert auch noch eine andere Frage. Sie hatten es vorhin beschrieben mit dem Beispiel Frau Baerbock. Die Einigung, welche Form
eine Gebärdensprache hat. Oder Herr Schmolz hat es vorhin beschrieben, die Einigung, welche Beschreibung jetzt wichtig ist. Ich glaube, diese Kriterien sind noch gar nicht so entwickelt. Und vielleicht kann man da noch was dazu sagen. Soweit von Jen. Dankeschön, Frank. Das waren ja sehr viele sozusagen erstmal auch Hinweise an der Stelle, die man ergänzend noch mitnehmen kann. Die Werbung in eigener Sache, wir sind heute hier für Werbung in eigener Sache, weil wir nennen das ja Best Practice. Werbung in eigener Sache heißt heute Best Practice. Entschuldigung, Herr Riebertsch, Sie gucken mich sträflich an, stimmt. Leichte Sprache ist das nicht. Also schöne praktische Beispiele. Buga in Gebärde, ich erinnere mich an, das ist auch für unseren Gast aus Bremen so schön dann, also in Erfurt ist gerade die Bundesgartenschau, wir hatten eine Landesgartenschau in Apolda, das ist auch in Thüringen, gab es zertifizierte Rundgänge in leichter Sprache zum Beispiel. Also es gibt ja schöne Beispiele und wenn auf die viel Aufmerksamkeit gelegt wird, dann kann das schon ein sehr, sehr guter Weg sein. Und ich glaube, diese eine wichtige Frage war, macht man jetzt ganz viele verschiedene Ausspielkanäle für unterschiedliche Beeinträchtigungen? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, wo technisch viel einfach auch ausprobiert, getestet wird. Sie schütteln ganz energisch den Kopf, Frau Michels, mit dem Mikrofon. Entschuldigung, wir reden von Inklusion. Und wenn wir dann wieder jeder Kanal, der einen sind für die Gehörlosen, der andere für Blinde, Sehbehinderte und so weiter, das finde ich auch nicht gut. Wir müssen da ein Mittel finden, um das gemeinsam zu machen. Das Inklusion ist eben eine Herausforderung und da müssen alle mitmachen, die ganze Gesellschaft, Politik, die Rahmenbedingungen schaffen und so weiter. Das würde ich jetzt an der Stelle, wenn es keinen Widerspruch gibt, als Abschluss nehmen. Das war das Thüringer Mediengespräch der TLM zum Thema Barrierefreiheit in den Medien. Herzlichen Dank an alle, die sich hier so engagiert eingebracht haben. Herzlichen Dank an die Gäste hier in Gera. Herzlichen Dank, das ist wirklich schön. Wir haben das von Süden, von Bayern. Wir hatten also sozusagen bayerisches Temperament mit in der Runde aus München. Wir hatten den Norden da. Wir treffen uns natürlich in der Mitte Deutschlands. In einer offenen, in einer freundlichen Mitte Deutschlands hoffen wir alle, das sei mir gestattet, dass das auch so bleibt. Danke für die engagierte Runde. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun, viel zu lernen. Das ist uns deutlich geworden, aber warum denn auch nicht? Dafür waren wir hier. Einen schönen Abschluss, einen Abschied an die Geräte. Das Ganze ist, wie gesagt, auch dann weiter online verfügbar. Hoffentlich mit guter Untertitelung und weiter geht's. Dankeschön. Tschüss.